Meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Gäste, ich meine Treppe runter hier, ich wollte mich nicht so erhaben fühlen hier. Seien Sie gegrüßt, ich freue mich ganz besonders. Mein Name ist Monika Griefan, ich bin die Vorsitzende vom Cradle-to-Cradle-Verein und habe mich schon, solange ich denken kann, eigentlich für gesunde und umweltverträgliche Produkte, die dann auch noch in Kreisläufe gehen, eingesetzt, auch schon als Umweltministerin in Niedersachsen und im Bundestag und überall. Und freue mich heute ganz besonders, dass wir heute eine in unserer Reihe Fachforen, eine sehr illustre Runde hier begrüßen dürfen. Wir haben die Fachforen Cradle to Cradle gegründet, weil wir Entscheider aus Unternehmen und Institutionen mit Cradle-to-Cradle-Experten zusammenbringen möchten, damit wir dann eben auch auf hohem fachlichem Niveau Erfahrungen austauschen können und daraus vielleicht auch Konsequenzen ziehen können, zum Beispiel auch in der Frage, wie muss man gesetzliche Rahmenbedingungen ändern, wie muss man Beschaffung ändern, wie kann man Dinge praktisch angehen. Das sind so Sachen, die wir hier gerade in Berlin natürlich sehr intensiv diskutieren. Deswegen freue ich mich heute auch besonders über unsere Gäste, die ich Ihnen noch gleich kurz vorstelle. Wir haben bis jetzt ein Fachforum Bau und Architektur, ein Fachforum Textil gemacht. Und dieses Fachforum Verpackung haben wir eigentlich schon lange geplant, dass gerade die Debatte so heiß ist und durch die Frage Meeresmüll und den Fünf-Punkte-Plan der Bundesumweltministerin und der EU-Plastikstrategie gerade so auch hoch diskutiert wird, ist natürlich sehr gut. Dann können wir eben auch den Cradle-to-Cradle-Aspekt hoffentlich einspeisen. Dafür sind auch heute unsere Gäste da. Ich denke, die Bilder von den großen Plastikteppichen im Meer kennen Sie ja alle. Und Sie kennen auch alle, oder Sie haben die Wale, sehen Sie jetzt überall vom WWF, die da irgendwelchen Müll im Mund haben. Ja, und Sie haben vielleicht auch mal einen Ausflug nach Helgoland gemacht. Da habe ich selber mal gesehen, wie die Nester von den Basstörpelkolonien wirklich ausschließlich aus alten Plastiknetzen, Fischernetzen gemacht worden sind. Wenn man das so sieht, dann denkt man, da muss wirklich was passieren und da müssen wir andere Materialien verwenden. Und das ist eine der Debatten, die wir heute hier führen wollen. Kurz und gut, wir haben ein Problem mit Kunststoffen in der Umwelt. Zählt man die feinen Substanzen aus Reifenabrieben, Schuhsohlenabrieb, Waschwasser der Waschmaschinen noch dazu, dann bleibt auch da festzustellen, wir haben auch ein Problem mit Mikroplastik in der Umwelt. Und das hat natürlich auch Auswirkungen auf die Gesundheit von Mensch und natürlich auch der Umwelt. Das ist sicherlich nicht alles eindeutig kausal zuzuordnen, aber Allergien und Asthma sind ein weit verbreitetes Phänomen. Und es liegt nahe, dass das auch mit diesen Dingen etwas zu tun hat. Also deswegen müssen wir auch da handeln, nicht nur beim Klima. Wenn ich mir anschaue, letzte Woche hat ja der Parlamentarische Beirat für nachhaltige Entwicklung des Bundestages im Bundestag eine Anhörung gemacht und hatte auch da Experten eingeladen. Unter anderem war Berthold Welling da, der Geschäftsführer des Verbandes der chemischen Industrie. Der überraschte mich zumindest mit der Aussage, dass im Rahmen der Kreislaufwirtschaft 99% der Kunststoffverpackungen der Verwertung zugeführt werden. Ja, ja, jetzt kommt es aber. Erstaunlich ist, das wäre ja sozusagen alle. Wäre das so, dann könnten wir uns jetzt getrost an die Weinbar stellen. Und die Müllteppiche im Meer, die würden eben auch nicht existieren. Seine Ausführungen zeigen dann auch, was er meint. Er beschränkt sich auf den Post-Consumer-Bereich, also so wie ich das verstehe, auf alle Kunststoffe, die tatsächlich wieder eingesammelt werden. Und von den 99% entfallen nach Wellings weiteren Ausführungen 66% auf die sogenannte energetische Verwertung. Das bedeutet, 2/3 der gesammelten Ressourcen sind dann einfach weg. Sie verbrennen im Zweifel auch unter der Bildung von Dioxin, weil immer noch in allen Verpackungen 2% PVC-Anteile sind und das ist zum Beispiel erstmal das Erste, was raus muss, weil PVC natürlich dioxinbildender ist. 33% werden werkstofflich verwertet, das heißt, erklärt Welling, dass sie geschreddert und zu Rezyklat verarbeitet werden, immerhin. Aber solange das kein Monomaterial ist, das ist eine unserer Forderungen vom Cradle-to-Cradle-Verein, und eine Mischung aus Materialien werden doch in der Regel nur
minderwertige Produkte daraus gemacht werden können, außer man sammelt wirklich ganz gezielt ein Material, wie es zum Beispiel einer unserer Gäste, Herr Schneider, heute tut. Ganz davon abgesehen geht das auch am Thema vorbei, denn wenn Sie aus alten PET-Flaschen einen Fließpulli machen, dann kommen die Mikroteilchen über den Abrieb beim Tragen oder durchs Waschen in der Waschmaschine auch wieder in die Umwelt. Das haben wir jetzt ja gerade auch verstärkt gesehen, dass eben die Mikroplastikteile überall sich wiederfinden. Der ganze Ansatz der heutigen Produktion ist also noch wirklich zu verändern. Es ist falsch, eben unter jeglichen Art von Kunststoff zu produzieren, die meist sehr kurzfristig etwas schützen sollen, aber jahrhundertelang halten. Es ist eben auch falsch, nach einer kurzen Nutzungsdauer alles in einen gelben Sack zu werfen und dem Verwerter durch den Mischmasch vor unlösbare Probleme zu stellen. Und es ist falsch, dann noch daraus etwas zu machen, was weder leicht rückholbar ist, noch eben so ist, dass es wirklich Tiere und Menschen essen könnten. Das wäre ja eigentlich dann die Voraussetzung für die Materialien. Cradle to Cradle greift eben diese Punkte auf und hat Antworten darauf. Und dazu wird unsere Podiumsteilnehmerin Katja Hansen sicherlich gleich ausführlicher Stellung nehmen. Sie ist die Vorsitzende unseres wissenschaftlichen Beirates und auch eine der Initiatoren der Helsing Printing Initiative, die sich genau um diese Materialien kümmert. Und dann hoffe ich, dass wir am Ende des Nachmittages auch mit Inspirationen und konkreten Aufträgen hier von hier gehen, wie wir weiterarbeiten können und wie Sie auch an Entscheider und Entwickler weitergeben können, was Sie denn an neuen Aufgaben machen sollen. Grundsätzlich bin ich aber erstmal froh, dass sich auch auf politischer Ebene etwas tut. Ich habe das ja eben schon erwähnt. Die EU hat kürzlich ihre Plastikstrategie vorgestellt, hier einige Punkte daraus. Ab 2030 sollen alle Kunststoffverpackungen auf dem EU-Markt recyclingfähig sein. Einwegkunststoffe sollen reduziert werden. Die absichtliche Verwendung von Mikroplastik wird beschränkt. Die Recyclingfähigkeit von Verpackungen soll verbessert werden und ab 2021 soll Einwegprodukte, für die es umweltschonendere Alternativen gibt, gänzlich verboten werden. Also Plastikgegenstände, die nicht ersetzbar sind, sollen zumindest um 25% bis 2025 reduziert werden. Das sogenannte Strohhalmverbot. Das hört sich für uns vielleicht etwas mager an, ist aber für ein Gebilde wie die EU schon ein großer Wurf. Denn sie sieht sich unterschiedlichen Standards in den einzelnen Mitgliedsländern gegenüber. Es gilt oft, erst einmal ein standardisiertes System für die getrennte Sammlung und Sortierung von Abfällen in der ganzen EU zu schaffen. Das ist ja bei weitem ein sehr starkes Nord-Süd-Gefälle. Deutschland muss darauf nicht warten. Umweltministerin Svenja Schulze hat ja gerade ihren eigenen 5-Punkte-Plan vorgelegt. Deswegen freue ich mich auch besonders, dass Florian Brunner, der parlamentarische Staatssekretär, heute hier ist, der diesen Plan auch genauer erläutern kann. Den interessantesten Aspekt darin finde ich eigentlich, dass die Ministerin in der öffentlichen Beschaffung zu einem Umdenken kommen will. Das ist ein guter Weg, denn die Einrichtungen der öffentlichen Administration haben eine enorme Macht, den Markt zu ändern. Wenn man bedenkt, die öffentliche Beschaffung macht 15% des Bruttoinlandsproduktes aus, also rund 42 Milliarden. Und wenn man sozusagen die Produkte des täglichen Gebrauchs betrachtet, sind es auf Bund, Länder und Kommunen etwa 8 Milliarden. Oder Florian, du kannst mich korrigieren, wenn ich da eine falsche Zahl habe. Das heißt, eine wirklich gigantische Summe, die man tatsächlich anders ausgeben kann und wo man wirklich umsteuern kann in der Produktion. Ich möchte nochmal zurückkommen auf Herrn Welling und seine 99% Verwertung in der Nachnutzungsphase. Meine Zahlen sind da andere. Weniger als 40% der gesammelten Abfälle werden in einen Produktionskreislauf geführt. Das heißt, fast 2/3 des gesammelten Abfalls ist als Ressource für immer verloren. Selbst bei Stoffen wie Aluminium, Stahl und Kupfer, wo die Recyclingtechnologien schon lange etabliert sind, liegt die Quote bei nur 40-50%. Und nur 14% der in Deutschland eingesetzten Rohstoffe werden aus den Abfällen wiedergewonnen. Bei letzterem möchte ich jetzt schon mal auf Herrn Reinhard Schneider von Bernhard Merz verweisen. Seine Firma ist eine der wenigen, die aktiv auf Rezyklate setzt und sich damit in einem sehr umkämpften Markt wie dem der Reinigungsmittel behauptet, wo es eh immer nur kleine Margen gibt. Und ich freue mich sehr, dass er heute hier ist und dazu eben auch Stellung nimmt und natürlich auch seine Forderungen an die Politik und an die Entwickler weitergibt.
Freuen Sie sich mit uns auf den Nachmittag. Ich bin überzeugt, dass die Grundsätze des Cradle-to-Cradle-Design-Konzeptes zu einem bahnbrechenden Umbruch in der Kunststoffbranche führen werden. Und dieser Umbruch wird keine Arbeitsplätze kosten. Im Gegenteil, er wäre für Jahrzehnte ein Innovationsmotor für die Wirtschaft. Und er wird dazu führen, dass nur noch biologische Substanzen in die Umwelt gelangen und dass ein technischer Kreislauf mit nicht biologischen Substanzen geschlossenen Leben existiert. Und was wir brauchen, das habe ich vorhin schon gesagt, sind eben Verpackungen aus Monomaterial, zum Beispiel Nylon, was sehr, sehr gut zu recyceln ist. Diese müssen dann eben auch getrennt gesammelt und erfasst werden. Dabei können die neuen Möglichkeiten der Digitalisierung auch von durchschlagendem Nutzen sein. Denn diese Materialien müssen so geschaffen sein, dass jede neue Nutzung eben auch keinen Downcycling darstellt durch irgendwelche Verunreinigungen. Wenn wir das hinkriegen, haben wir es geschafft. Ich bin gespannt auf die Diskussion und wünsche Ihnen einen anregenden Nachmittag und viele Erkenntnisse und übergebe jetzt an Nora Griefer, die uns durch die Diskussion leiten wird. Vielen Dank. Vielen Dank für diese tollen, einleitenden Worte und ich würde gerne meine Panelistinnen und Panelisten hiermit auf die Bühne bitten. Zum einen ist es, wir haben schon gehört, Katja Hansen, Mitglied im Beirat des Cradle to Cradle e.V. und Initiatorin der, heißt sie Printing-Initiative? Ja, das ist doch schön. Die heißt Printing-Initiative hat sich zum Ziel gesetzt, die Druckindustrie zu revolutionieren, könnte man sagen, also Druckprodukte komplett anders herzustellen. Ein großer Punkt dabei ist, die Druckprodukte biokompatibel zu machen. Dabei sind natürlich auch die Thematik, was sind Verpackungen und Druck zur Thematik Verpackung. Schön, dass du hier bist. Danke. Freue mich, danke. Dann als Nächsten haben wir Florian Pronold, der parlamentarische Staatssekretär im BMU. Herzlich willkommen. Das BMU befasst sich mit dem Thema Verpackung viel, Florian Pronold auch. Das Thema ist sehr aktuell, besonders wenn wir mit Hinblick darauf, dass wir zum 01.01. das neue Verpackungsgesetz haben werden. Deswegen sind wir natürlich auch gespannt, was da die Perspektive aus Cradle-to-Cradle-Sicht so ist und wie wir das gut kombinieren können. Herzlich willkommen und als letzten, natürlich nicht last but not least, Herr Reinhard Schneider, geschäftsführender Gesellschafter von Werner und Merz, bekannt bei uns allen durch Frosch und Tana einiger, die natürlich auch mit ihren Verpackungen auf Cradle to Cradle setzen und dort sich schon lange im Bereich Rezyklate sehr engagieren. Schön, dass auch Sie da sind. Herzlich willkommen. Wir wollten beginnen mit einer kleinen Statement-Runde und sozusagen kurz von Ihnen einen kleinen Einblick in die Arbeit und in die Initiativen persönlich bekommen. Herr Schneider, fangen Sie das gerne an. Ja, herzlichen Dank für die sehr freundliche Vorstellung. Ja, wir sind mit unserem Unternehmen ein Zwerg in der Branche von Riesen, von multinationalen Großkonzernen wie Procter & Gamble, Unilever etc. Ich habe es mal angeschaut, wir sind ungefähr 100 Mal kleiner als Procter & Gamble, wir sind ungefähr 30 Mal kleiner als Henkel. Und das sind schon enorme Unterschiede. Nichtsdestotrotz sind wir erstaunlicherweise der weltweit führende Inverkehrbringer von 100% recycelten Kunststoffverpackungen auf dem ganzen Planeten. Und zwar nicht nur was die Qualität angeht, sondern auch was die Menge und die Anzahl angeht, mit mittlerweile ungefähr 220 Millionen Flaschen, die bereits so in den Verkauf geraten sind. Das ist uns gelungen über ein Upcycling-Verfahren, das jetzt mittlerweile nicht nur PET-Flaschen umfasst, sondern das wir genauso mit 100% durchführen für HDPE. Das ist ja die weltweit gebräuchlichste Kunststoffart für Verpackungen. Wir machen das genauso für die Verschlüsse aus Polypropylen und wir werden nächstes Jahr auch noch den allerersten, weltersten
ja, Standbeutel aus Folienmaterial herstellen, das eben nicht ein Laminat, ein zusammengeklebter Mischmasch verschiedener Kunststoffe ist, sondern ein Monomaterialbeutel aus ausschließlich LDPE, Low Density Polyethylen für alle Fachleute, um auch bei dieser heiklen Warengruppe komplette, nicht nur Recyclingfähigkeit, sondern 100% Rezyklatanteil zu gewährleisten. Was mich in meinem Tun immer wieder umtreibt, ist die Frage, wie kann das sein, dass ein Mittelständler, der relativ klein ist zu seinen Wettbewerbern, obwohl wir unsere Verfahren seit 8 Jahren jedem anbieten als Open Innovation zum Mitmachen, immer noch quasi der Einzige ist und weltweit führend ist, mit Procter, Unilever, alle anderen einfach nicht mitmachen. Und ich fürchte, es gibt verschiedene Gründe. Nicht nur, dass das Material derzeit noch etwas teurer ist, ungefähr 15-20% im Einkauf. Auf die Flasche gerechnet sind das nur wenige Cent, aber das reicht in unseren Märkten, dass andere sich raushalten aus dem Thema. Aber ich denke, es hat auch damit zu tun, dass es einfach sehr bequeme Ausflüchte gibt, im Marketing trotzdem einen schlanken Fuß zu machen. In der Kommunikation nach außen, früher war es Bioplastik, bis man dann gemerkt hat, naja, so richtig biologisch abbaubar in den Meeren ist das leider doch nicht. Und viele verwechseln biologische Abbaubarkeit mit biologischer Herkunft. Das eine hat mit dem anderen leider nichts zu tun. Das nächste war dann, naja, Ocean Plastic. Auch jetzt gibt es ja immer wieder Initiativen. Wir sollten die Kreislaufführung so machen, dass wir das Plastik aus den Weltmeeren, da wo man sehen kann, da wo die Symptome greifbar sind, wieder zurückholen. Die Fachleute wissen, man kann nur weniger als 1% überhaupt aus den Ozeanen wieder zurückholen, weil nicht alles oben schwimmt und auch nicht alles an den Stränden angespült wird oder durch schwimmende Netze von sympathischen Holländern reingefischt werden kann. Und das, was man zurückholt, ist in einer so dürftigen Qualität, dass man dann ganz viel normales Erdölplastik beimengt in der Industrie, das dann auch noch dunkel einfärbt meistens, was für jedes weitere Recycling eine Katastrophe ist. Um dann im Marketing zu sagen, na gut, da sind vielleicht bis zu 20% Ocean Plastic oder 10% dabei, limitierte Auflage und das war's. Und das Letzte, was wir leider auch sehen, und das ist vielleicht auch gerade auch ein Anknüpfungspunkt an die Politik, jetzt wenn das neue Verpackungsgesetz kommt, auf das wir uns sehr freuen, ja, es gibt auch immer wieder Definitionsdiskussionen, ob nicht zum Beispiel Industrierezyklate nicht ganz normal mitgezählt werden sollen bei den Rezyklaten, die man dann auslobt, weil der Konsument kennt ja eh den Unterschied nicht, Hauptsache Rezyklat, und wenn das Industrierezyklat ist, weiß meistens der Konsument nicht, dass es überhaupt nichts damit zu tun hat, ob das Material nach dem Gebrauch wieder zurückgeholt wird und dadurch der Verbrennung in Deutschland ferngehalten wird zur CO2 oder in anderen Ländern der Eintragung in die Meere. Und die Industrie sagt, ja wieso, Rezyklat ist Rezyklat, sollten wir das denn einfach wegwerfen? Nein, das wurde schon immer verwendet, das Industrierezyklat. Das wäre ungefähr so, wie wenn zur Weihnachtszeit die Hausfrau jetzt so aus den Teigfladen dann so Plätzchen aussticht, ja, so Mürbeteigplätzchen, und irgendwann passt dann so dieses Förmchen nicht mehr drauf und da bleibt Teig übrig. Schmeißt sie den Teig weg? Nee, der wird zusammengerollt, neu ausgewalzt und dann werden neue Plätzchen ausgestochen, noch ein paar. Und jetzt hat die Industrie den Dreh gefunden, dass man sagt, diese Plätzchen sind Rezyklatplätzchen, die sind mehr wert als die anderen und sind die Gutmenschenplätzchen. Nichts dergleichen, weil das ist Etikettenschwindel, und da ist die Frage, ob das jetzt auch bei den Definitionen, was ist Rezyklat und was soll auch incentiviert werden. Dann über das neue Verpackungsgesetz, § 21, gibt es ja extra Incentivierungsregeln. Wird das dann mit incentiviert, obwohl es eigentlich der Umwelt nichts fernhält, sondern eigentlich Werbung mit Selbstverständlichkeiten ist? Diese Ausflüchte, die müssen halt erst eliminiert werden, denke ich, damit die Industrie merkt, es geht darum, Glaubwürdigkeit aufzubauen und das zu tun, was wirklich der Umwelt hilft. Es ist technisch machbar, wir haben es qualitativ bis zum Food Grade nach FDA-Regeln gemacht, bei unseren Materialien. Es ist auch finanzierbar, die paar Cent. Und wenn alle mitmachen, gehen die Stückkosten sogar runter, irgendwann sogar unter die Stückkosten von Virgin Plastic, und dann kann es ein neuer Marktstandard für alle werden. Ja, vielen Dank. Kommen wir zu Katja Hansen und der Perspektive, was ja aus Cradle-to-Cradle-Sicht dazu. Die Frage ist ja auch, wie sieht denn das Verpackungsgesetz, was jetzt kommt,
aus Cradle-to-Cradle-Sicht aus, aber auch natürlich, wie wäre denn eine Verpackung aus Cradle-to-Cradle-Perspektive? Aber gerne dein Eingangsstatement. Danke, Nora. Aus Cradle-to-Cradle-Perspektive würde man die Frage Paper or Plastic, Papier oder Plastik, die eigentlich so ein Standardmodell für die Öko-Bewegung ist, nie stellen. Und Sie sind ja alle Cradle-to-Cradle interessiert und wissen das vielleicht. Aber das ist noch so eine ganz typische Frage, die uns seit 30 Jahren bewegt. Ist es besser beim Einkauf eine Papiertüte zu benutzen oder eine Plastiktüte? Und die Antwort, zumindest in amerikanischen Supermärkten, ist dann ja meistens, ich nehme gerne beides. Denn die Papiertüte könnt ihr ja reißen und deswegen mache ich außen noch eine Plastiktüte drum. Oder das andere Beispiel, Öko-Kinderkekse aus Weizen, der bei Vollmond geerntet ist, im Bioladen zu kaufen, in einer grauen Recycling-Umverpackung, in der ganz viele Schmutzstoffe enthalten sind, aber es ist recycelt und deswegen ist es öko. Das sind Fragen, die Cradle to Cradle ganz, ganz anders angehen würde. Und zwar über die Frage, wofür brauche ich die Verpackung? Wie setze ich sie ein? Welchen Anforderungen muss sie gerecht werden? Will ich trockene Substanzen transportieren? Wie lange sollen die in dieser Verpackung drin sein? Flüssige Substanzen? Kommt es mit Nahrungsmitteln in Kontakt? Für welches Nutzungsszenario will ich die Verpackung optimieren? Soll sie in den biologischen Kreislauf gehen oder in den technischen Kreislauf? Da gibt es riesengroße Unterschiede und die beeinflussen, wie die Verpackung entwickelt sein müsste. Dann im Rahmen der Hersey-Pünting-Initiative, die Nora schon kurz erwähnte, müssen wir uns natürlich auch überlegen, eine Verpackung ohne schönen Aufdruck, nämlich das sogenannte Branding, ist ziemlich wertlos. Ich meine, deswegen mache ich das ja, damit ich Produkte deklarieren kann, damit ich sie verkaufen kann. Ich muss da also was draufdrucken. Das, was ich draufdrucke von der Substanz her, nicht vom Inhalt, sondern von der Substanz her, beeinflusst ganz, ganz maßgeblich, wie ich das Material dann recyceln kann. Was ich auf das Papier aufdrucke, was ich auf den Karton aufdrucke oder eben auf das Plastikmaterial. Das muss jeweils aufeinander abgestimmt sein. Wir haben schon mal den Begriff Monomaterial vorher ins Gespräch gebracht. Das können wir vielleicht nachher noch ein bisschen vertiefen. Das sind genau die Fragen, die wir aus Cradle-to-Cradle-Sicht stellen müssen. Und die Hersey-Pünting-Initiative, die wir vor 2 Jahren mit Unterstützung einer niederländischen Stiftung gegründet haben, konzentriert sich gerade auf die Druckfarben. Also das, was eben auf die Verpackung draufgedruckt wird. Und auch in dem Bereich sind wir im Moment ganz stark konzentriert auf Papier und Karton, wollen aber natürlich dann auch auf Metall und Plastik und andere Bereiche ausweiten. Das ist aber ein sehr komplexes und breites Feld und es gibt auch noch nicht überall die technischen Antworten, aber genau dafür brauchen wir dann eben auch die Vorreiter. So viel vielleicht als Eingangsstatement. Ja, vielen Dank. Dann kommen wir zu Florian Pronold und natürlich wahrscheinlich als ein wesentlicher Teil des neuen Verpackungsgesetzes, was ja wesentlich, also wenn man liest, was sozusagen das Verpackungsgesetz mit sich bringen soll, dann kommt man da als Hauptpunkt da drauf, wesentlich mehr Abfälle aus Haushalten zu recyceln und Steigerung der Quoten, der Recyclingquoten plus dass Lizenzgelder durch das duale System steigen sollen auf ökologische Perspektiven gesehen. Was steckt noch alles dahinter vielleicht und was ist die Perspektive, warum das kommt und was bringt das mit sich? Ich habe, die Monika weiß das, viele komplizierte politische Themen in meinem Leben bearbeitet und ich dachte mal, nachdem ich 3 Jahre lang mich um nichts anderes als um Erbschaftssteuer gekümmert habe, dass es kein schwierigeres Thema mehr gibt. Und dann bin ich zuständig geworden für das Verpackungsgesetz, das damals noch ein Wertstoffgesetz war, und habe festgestellt, dass tatsächlich
hier ich auf ganz neue Herausforderungen gestoßen bin, weil auch die Interessensdurchsetzung dieses Feldes noch in einem Maße komplexer ist und vielschichtiger, als ich das bisher so wahrgenommen habe. Und darum ist jede Veränderung, die man dort im positiven Sinne erzielt, nicht zu unterschätzen. Und wir haben es ja zum Beispiel leider nicht geschafft, aus dem Verpackungsgesetz ein Wertstoffgesetz zu machen, weil es bis heute ein völliger Quatsch ist, dass der Kleiderbügel, der aus demselben Plastik hergestellt ist wie die Verpackung, nicht in die gelbe Tonne geworfen werden darf. Das ist ein intelligenter Fehlwurf, also man lernt neue Dinge. Also es ist zwar, weil er nicht rein darf, ist er ein Fehlwurf, aber es ist intelligent, weil es doch das gleiche Material ist und das da rein dürfte, wenn es eine Verpackung wäre. Und das ist auch gescheitert an sehr unterschiedlichen Interessen. Und übrigens, was für mich sehr spannend war, als jemand, der aus der Kommunalpolitik kommt, dass auch diejenigen, die aus der kommunalen Familie kommen, dort nicht primär über ein Nachhaltigkeitsinteresse oder ein öffentliches Ziel kommen, sondern auch sehr aus Gewinnmaximierung heraus den ganzen Prozess betrieben haben. Und was mich geärgert hat und was mich, das ist vorher Monika, du hast das vorgelesen und hast das Beispiel auch gebracht. Also ich habe zufällig mein politisches Leben, glaube ich, mit 15 damit begonnen, eine Müllverbrennungsanlage zu bekämpfen, die in meiner Heimatregion entstehen sollte und in Bayern mit dafür Sorge zu tragen, dass ein besseres Müllkonzept damals etabliert worden ist. Und was mich geärgert hat, ist, dass also in meiner Heimatregion gibt es Wertstoffhöfe, die ziemlich gut funktionieren und wo die Leute wirklich auch viel sammeln und trennen. Aber zwei Drittel davon gehen in die thermische Verwertung. Und das ärgert mich. Weil auch das etwas ist, was kein Mensch mehr versteht, dass wir einen riesen Aufwand betreiben, um einigermaßen sortenreines Plastik dann herzukriegen und dass trotzdem ein so hoher Anteil dann in die Verbrennung geht. Das halte ich für nicht haltbar. Und jetzt ist deswegen einer der Punkte gewesen, die ich in dem Verpackungsgesetz unbedingt drinne haben wollte und was auch gelungen ist, dass wir deutlich höhere Recyclingquoten festlegen. Mit auch dem Ziel, dann zukünftig zwei Drittel dem Recycling zuzuführen. Und da ist aber natürlich entscheidend, und manchmal hilft die internationale Situation auch, dass wir zu besseren Rezyklaten kommen. China nimmt den Dreck nicht mehr. Und das ist ein Fortschritt. Ja. Das sehen nämlich viele als Problem, aber ich finde es für einen großen Fortschritt, weil es die Anforderungen erhöht, wirklich sortenreinere Rezyklate herzustellen. Und das ist ja vorher schon einige Punkte angesprochen worden, was die Voraussetzungen davon sind, zum Beispiel auch bei Verpackungen oder anderen Stoffen eben keine Mischmaschprodukte zu haben, sondern möglichst sortenrein das zu generieren. Übrigens dort, wo bepfandete Systeme sind, kriegt man auch die Sortenreinheit viel besser her. Ja. Wenn er sie in den Restmüll oder in den gelben Sack wirft. Auch das versuchen wir jetzt auf europäischer Ebene zu stärken. Ich will ein Beispiel nennen, ich kam mir richtig blöd vor im Umweltausschuss die letzten 3 Jahre, weil ich immer wieder gefragt worden bin, was ist denn nun mit der Kennzeichnung von Getränkedosen, ob sie nun Pfand, Mehrweg oder Einweg oder sonst was sind. Weil uns die EU aus wettbewerbsrechtlichen Gründen untersagt hat, das auf der Flasche aufzudrucken, sodass zumindest der Verbraucher die Chance hätte, auszuwählen. Und wenn man selber mal versucht draufzuschauen, und ich werde jetzt schon alterskurzsichtig, es ist schon schwierig, das zu erkennen, wenn man auf die Etikette schaut, was ist es denn eigentlich? Und ich musste alle drei oder jeden Ausschuss damit verbringen, zu sagen, die EU sagt, wir dürfen es nicht, weil es angeblich ein Wettbewerbsvorteil für die deutschen Getränkehersteller wären, die damit die ausländischen vom Markt drängen. Wenn man sich ein bisschen anschaut, wie der Markt organisiert ist, weiß man, dass das ein vorgeschobenes Argument ist. Und das Zweite war dann, dass wir dafür gekämpft haben, dass man es zukünftig am Supermarkt, das ist nämlich erlaubt, am Regal ausweisen darf. Und das ist lächerlich. Und darum wollen wir diese begrüßenswerte Initiative zum Beispiel der Europäischen Union auch dafür nutzen, dass wir diese Frage von Mehrweg, von Pfand auch europaweit installieren, stärker installieren, als das bisher der Fall ist. Ein dritter Punkt, der mir ganz wichtig ist, Monika Grifan weiß, wie wichtig Bereinigungssitzungen sind im Haushaltsausschuss des Deutschen Bundestags. Früher war das schlimm, weil da wurde uns Geld weggenommen.
Diesmal haben wir 50 Millionen bekommen für die Bekämpfung von Meeresmüll. Und zwar den Eintrag, nicht das, was Sie richtigerweise angesprochen haben. Ich finde das auch eine nette Initiative und alles, was man rausfischen kann, ist gut. Aber der meiste Müll ist unter der Oberfläche und es ist völlig Quatsch zu versuchen, ihn über am Ende sozusagen wieder rauszubekommen mit den Verwertungsproblemen, die dann übrigens auch noch bestehen, sondern das Beste ist, die Einträge zu finden. Und dazu gehört zur Wahrheit, dass wir auch in Europa deutlich besser werden können, aber dass die Haupteintragsquellen natürlich im asiatischen Raum sind, dass die Meeresvermüllung zum ganz großen Teil aus Ländern kommt, die überhaupt kein Abfallsystem haben, die überhaupt keine Recyclingstrukturen auch nur im Entferntesten haben und wo selbst die von mir sonst so bekämpften Müllverbrennungsanlagen ein wirklich entscheidender Fortschritt wären, wenn sie dort überhaupt existieren würden und ein Teil des Mülls dort zumindest verbrannt würde. Ich sage mal, ein Fortschritt aus heutiger Sicht, vom Ende her gedacht natürlich nicht, ich weiß ja, wo ich bin, aber ich habe ja darum eingangs auch gesagt, dass mein politisches Leben begann mit dem Kampf gegen Müllverbrennungsanlagen. Darum wollte ich bei der Dramatik, die wir international aber auch haben, da schon nochmal darauf hinweisen. So, du hast zum Verpackungsgesetz ja ein paar Punkte angesprochen. Ich will nur noch einen Aspekt nochmal hervorheben. Wir haben ja dort ein System, das muss man auch erstmal begreifen, mit den dualen Systemen. Also früher gab es mal den grünen Punkt, aber dann hat ein Kartellamt dafür gesorgt, dass man nun eine Konkurrenz unter den Systemen, die für die Wiederverwertung zuständig sind, sage ich einmal, und die in Verkehrbringer lizenzieren, also die Verkehrbringer von Verpackungen lizenzieren sie, dass sie sie wieder einsammeln und entsprechend dann auch verwerten. Und die haben untereinander ein Konkurrenzsystem aufgebaut, wo sie sich gegenseitig auch noch beschissen haben, sodass wir mit der 7. Verpackungsnovelle auch den Betrug untereinander hier, um Marktanteile bei denen zu gewinnen, um den wieder abzustellen. Also es ist ein völliger Quatsch. Man würde das heute wahrscheinlich nicht nochmal so aufbauen, aber wir haben so etwas vorgefunden. Und man wird es auch nicht mehr ändern, sondern man muss es fortentwickeln. Und eine Idee war, die auch nicht von Anfang an der Schwerpunkt bei dem Entwurf war, beim Verpackungsgesetz, den ich zusammen aber mit dem Parlament auch dort reinverhandelt habe, ist, dass wir ökologische Lizenzentgelte machen. Und der Hintergrund ist, dass wir die in den Verkehrbringer auch systematisch dazu bewegen wollen, mehr darüber nachzudenken, ob das, was sie machen, wirklich sinnvoll ist und wenn es nicht sinnvoll ist, dass es eine ökologische Spreizung gibt der Entgelte und dass es deswegen einen Anreiz gibt. So, jetzt wird man eines sehen. Am 1.1. tritt das neue Verpackungsgesetz in Kraft. Es wird erstmal einen riesen Vorteil haben im Vergleich zu bisher, weil es schon viele gegeben hätte, die hätten sich registrieren müssen und die hätten sich darum kümmern müssen, dass ihre Verpackungen nicht einfach irgendwo verschwinden, sondern sich darüber Gedanken machen, wie sie sie wieder zurückkriegen oder was sie damit anstellen. Das findet jetzt flächendeckend statt, dass alle den Verkehrsbringer von Verpackungen auch wirklich sich lizenzieren müssen und damit kriegen wir schon mal deutlich mehr Wissen und deutlich mehr Menge, als das vorher der Fall ist. Und jetzt bin ich bei den ökologischen Lizenzentgelten gespannt, wie das nach ein, zwei Jahren sich tatsächlich darstellt. Ich vermute mal, dass es auch in dem System, das ich jetzt ein bisschen kennengelernt habe, durchaus die Neigung geben wird, dann die ökologischen Lizenzentgelte vielleicht nicht ganz so auszugestalten, dass sie gleich die größtmöglichste Wirkung entfalten, weil diese dualen Systeme nach wie vor in Konkurrenz sind. Und wenn ein großer Einzelhändler, der halb Deutschland, also entweder Nord oder Süd zum Beispiel bedient, wenn der dann zu einem dualen System geht und sagt, ich möchte das mit dir machen, aber zu dem und dem Preis, wenn nicht, gehe ich zum anderen, dann wird dieses duale System vermutlich die Lizenzentgelte auch in der ökologischen Spreizung so ausgestalten, dass es für diesen Nord oder Süd in den Verkehrbringer interessanter ist, dorthin zu gehen und nicht den ökologischen Gedanken primär in den Mittelpunkt stellen.
Und deswegen sind wir auch darauf vorbereitet und werden uns das auch anschauen, weil das ist jetzt ein guter Prozess, der dort läuft, wo wirklich ernsthaft sich auch über diese ökologischen Lizenzengelder auch wirklich Gedanken gemacht wird und wo man da zu ganz guten Überlegungen kommt. Aber ich sage auch mal, ich befürchte, wir müssen national und wir müssen dann auch auf der europäischen Ebene bei allem, was da kommt, noch entsprechend nachsteuern, sodass das auch wirklich Wirkung entfaltet und nicht nur ein Green Labeling ist. Ich habe vor kurzem mich eines Themas angenommen, das war für mich auch sehr spannend, also man lernt immer dazu. Der am stärksten wachsende Bereich von Verpackungsmüll hängt mit unserem Verbrauchsverhalten zusammen, das ist nämlich der Onlinehandel. Jeder von uns bekommt im Durchschnitt, also anwesend hier natürlich nicht, also ich bin da ein halb schwarzes Schaf, also ich gebe zu, dass ich doch ab und zu da bestelle, aber 46 Päckchen pro Kopf und Jahr werden in der Bundesrepublik durch den Onlinehandel derzeit versendet. Und dann habe ich, das ist der stärkst wachsendste Bereich im Verpackungsmüll, und dann habe ich mal versucht, die fünf größten in den Verkehr bringen, plus die fünf größten Speditionen an den Tisch zu holen und mal darüber zu reden, ob man denn nicht wiederverwertbare oder Kreislaufverpackungen und so weiter dort etablieren kann, wie es in kleinen Nischen schon gibt. Und habe auch Spannendes darüber gelernt, aber vielleicht dazu später, warum das durchaus schwierig ist. Weil die Welt tatsächlich komplex ist. Aber ich will das nicht aufgeben, weil ich nach wie vor der Auffassung bin, dass wir an die Hauptquellen und auch an die Hauptsteigerungsraten ran müssen und wir werden nur bedingt das Verhalten der Leute ändern. Ich befürchte, dass das wünschenswert wäre, aber ich schon am eigenen Beispiel feststelle, wenn ich alles machen würde, was ich politisch vertrete, würde ich mich um nichts anderes mehr kümmern als um das. Und ich glaube, ich kriege es selber nicht hin und jetzt bin ich nicht das glorreichste Beispiel, aber ich sage, wir müssen die Systeme so gestalten, dass sie effizienter, nachhaltiger, ökologischer werden. Da habe ich versucht, jetzt die letzten 5 Jahre auch im Bundesumweltministerium einen gewissen Anschub zu leisten. Und ich glaube, wir haben ein bisschen einen neueren Weg dort auch eingeschlagen oder eine Fortentwicklung. Wir sind aber weit von dem weg, was das Optimum ist, auch wenn wir innerhalb Europas und der Welt durchaus viel weiter sind. Aber von dem, was die planetaren Grenzen unseres Planeten betrifft und andere Dinge, die uns da drohen, muss noch viel, viel, viel mehr kommen. Und da finde ich, ist Cradle to Cradle an vielen Stellen auch eine Herausforderung und ein weiterer Impuls, den wir in so eine nachhaltige Abfallwirtschaft im weitesten Sinne danach aufnehmen können. Dankeschön. Steigen wir doch gerne auch direkt in die Diskussion ein. Mir ist aufgefallen, wir haben gerade über Verpackungen auch aus der Perspektive von Pfand als auf der einen Seite als Positives gesprochen und auf der anderen Seite, dass doch die dualen Systeme nicht so funktionieren, wie wir es eigentlich wollen. Da wäre doch die Frage an Herrn Schneider, auch an Florian Pronold genauso, warum haben wir nicht auf allen Verpackungen dann ein Pfand? Wäre das nicht eine Perspektive, darüber zu sprechen? Die Materialien, momentan sehen wir sie als etwas, mit dem wir irgendwie am Ende umgehen müssen, irgendein Müll, der da ist, aber eigentlich das als Rohstoff zu sehen und zu sagen, wir haben ja ein Interesse daran, das zurückzubekommen, wäre das was auf politischer Ebene, aber genauso auch vielleicht schon im Kleineren umzusetzen. Eine interessante, oft gestellte Frage. Ich denke, eine Verstärkung des Pfandsystems könnte im Getränkebereich vielerlei Nutzen entfalten. Ich denke, dass in Warengruppen wie zum Beispiel unseren Putzmitteln der Pfandschlupf, das heißt das, was nicht zurückgebracht wird, sehr, sehr viel größer sein wird als bei Getränken. Warum? Es wäre also so, dass jetzt am Anfang die Konsumenten sich daran gewöhnen müssten, dass sie erstmal mehr Geld ausgeben müssen, weil sie das Pfand ja im Regal mitbezahlen müssen. Das muss dann erstmal auch flächendeckend für alle dann letztlich europaweit. Es darf ja keine Diskriminierung geben zwischen den einzelnen Regionen und Ländern und Marken und Herstellern. Müsste das dann so eingesetzt werden, dass halt alle mehr kosten oder die Leute freiwillig das kaufen, was mehr kostet, weil die dann nachher diese Flaschen auch nochmal separat sammeln müssen. Das heißt bitte nicht zusammen mit den Getränkeflaschen.
aufbewahren, sondern getrennt. Bitte auch nicht mit viel heißem Wasser schön sauber ausspülen, weil das wäre energetisch auch sehr kontraproduktiv, sondern müssen diese glitschigen Flaschen dann nochmal irgendwo in Jutesäcke, Stoffsäcke dann sammeln, um dann am Wochenende, wenn man die ganzen Flaschen zurückgibt, nochmal getrennt anzustehen vor dem Tomra-Rücknahmegerät, weil es in Deutschland in der EU gesetzlich vorgeschrieben ist, dass Non-Food-Verpackungen nicht mit Food-Verpackungen in der Rückwärtslogistik zusammenkommen dürfen, weil sonst das eine das andere kontaminiert. Das heißt, der Handel muss überzeugt werden, dass er nochmal erhebliche Investitionen tätigt, um eine komplett räumlich getrennte Rücknahmelogistik für Non-Food-Verpackungen aufzubereiten oder darzulegen, zum Beispiel für Putzmittelflaschen, damit die nicht in Vermengung kommen. Und der Verbraucher muss sich überlegen, gebe ich freiwillig mehr Geld aus, um dann doppelt so lang anzustehen, nochmal extra anzustehen bei der anderen Rücknahme, Automatik, da Automatikgerät, um mir dann die paar Cent wiederzuholen. Und ich fürchte, da wird es viele geben, die sagen, oh mein Gott, ich kaufe entweder das Billige, was nicht Pfand ist, wenn es nicht europaweit geregelt ist, oder ich schmeiße einfach woanders hin. Und die Frage bleibt dann übrig, was wird aus dem gelben Sack? Wir haben in Deutschland eine hervorragende konsumentennahe Rückholsystematik, den gelben Sack, für die uns, das uns eigentlich den Rest der Welt mehr oder weniger beneidet. Und wenn auch diese Flaschen dort nicht mehr reingeworfen werden, sondern über Pfand zurückgegeben werden, was will man dann überhaupt noch mit dem gelben Sack im Kreislauf führen? Ich denke, der Ansatz ist viel schlauer zu sagen, lieber Konsument, wir wollen dich nicht überfordern, sondern du musst einfach das machen, was du bisher auch getan hast. Du tust nach dem Gebrauch das in den gelben Sack, aber hast dann in Zukunft die Gewissheit, dass es eben nicht sinnlos verbrannt wird, sondern dass daraus genau auf demselben Qualitätsniveau, vielleicht sogar auf einem höheren Qualitätsniveau, wieder eine Flasche entsteht in perfekter Kreislaufführung. Und da, wo die Kreisläufe in Qualität und in Menge wirklich geschlossen werden, da existiert kein Abfall mehr, nur noch Wertstoff. Also, wie man vielleicht sprachlich hört, komme ich aus Bayern. In Bayern gibt es ein erfolgreiches Modell für Bepfandung von Getränkeflaschen, das ist die bayerische Bierflasche. Das ist aber auch das Einzige, wo es noch funktioniert. Der Ehrlichkeit halber muss man sagen, dass das, was Jürgen Trittin berühmt gemacht hat, nämlich die Einführung des Dosenpfandes oder Nicht-Einführung, ja erstens damals ein Rohrkrepierer war und auch seitdem nur dazu führt, dass ich jedes Jahr einmal erklären muss, warum das Verbraucherverhalten im Kern dazu führt, dass keine Pfandflaschen mehr genommen werden aus Gründen, die Sie vorher schon geschildert haben, weil die Leute auch bequemer sind und sie nehmen auch lieber die leichten Flaschen als die Glasflaschen und. Also das kommt alles hinzu. Dann gibt es Ökobilanzen, die ja auch je nach Inverkehrbringer höchst unterschiedlich ausfallen. Also jede Branche kann für sich nachweisen, dass die eigenen Flaschen viel ökologischer und nachhaltiger sind als die der Konkurrenz und dass Plastik doch besser ist als Glas und so weiter und so fort. Und es kommt halt immer darauf an, wie man es macht. Wir haben jetzt eine Metastudie beim Umweltbundesamt, um Bewertungskriterien zu haben, nach welchen Gesichtspunkten wir Ökobilanzen für Getränkeverpackungen machen. Die haben aber so viele Punkte, dass man wahrscheinlich auch nicht durchkommt. Also ich glaube, ja, wir müssen schauen, dass wir Mehrwegsysteme und Pfandsysteme dort, wo es sinnvoll ist, stärken, weil es führt zu mehr Sortenreinheit im Rücklauf. Ich habe aber nicht die Illusion, dass es uns gelingt, bei allen Verpackungen oder bei all den Dingen, die da unterwegs sind, das zu etablieren. Wenn, dann würden wir es noch in Deutschland einigermaßen hinkriegen, aber schon in Europa wären das Zeitläufe und Abläufe und in der ganzen Welt, wo wir wahrscheinlich es nicht schaffen, muss man ehrlicherweise sagen. Und deswegen teile ich die Einschätzung, dass es wichtig wäre, ans Produktdesign übrigens zu gehen, so dass, wenn der Kunststoff dann im gelben Sack landet, er auch sortenrein da wieder zurückgeholt werden kann. Auch da gibt es vielleicht jetzt in den Versuchsphasen, ist das ja alles schon da, wo man auch das unterschiedliche Plastik auch unterschiedlich kennzeichnet, wo neue Techniken das durchaus einfacher auch dann erkennen können, was dann die technische Recyclingsfähigkeit auch erhöht und was dazu führt, dass auch weniger dann in der Müllverbrennung zum Schluss landet, weil man es einfach wieder auseinanderkriegt. Und ich glaube, dass wir
Also beide Wege gehen müssen, dort wo es geht und sinnvoll ist, mehr Mehrweg und mehr Bepfandung. Ich behaupte aber, aufgrund von Verbraucherverhalten, zumindest der Erfahrung der letzten Jahre und Jahrzehnte, ist das nur ein eingeschränkter Bereich. Und das Zweite ist, dass wir aber wirklich dort schauen, wo wir die Wertstoffe einsammeln, dass aus den Wertstoffen aber auch wieder werthaltige Produkte werden und nicht Heizenergie. Apropos Design, da wären wir ja bei Cradle to Cradle und Katja, vielleicht die Perspektive, was würdest du denn sagen, braucht es, damit das vielleicht doch möglich ist? Wie müssten denn Verpackungen gestaltet sein? Bevor ich das beantworte, würde ich gerne sagen, dass wir über den Verbraucher, den Konsumenten und eigentlich uns ja gesprochen haben. Und die größte Herausforderung, die ich auch im Verpackungsgesetz sehe, ist, dass die Wertigkeit nicht beim Bürger ankommt. Das heißt also, wir haben das Frontend super hingekriegt. Wir müssen es jetzt registrieren als Erst-in-Verkehr-Bringer. Es werden die Massen gesammelt, es wird der Pakt mit den dualen Systemen geschlossen, die Daten werden erfasst. Aber die Produkte sind ja per Definition die, die bei uns landen, bei uns, den Bürgern. Dann steht da drin, die Bürger können diese Verpackung entweder zum Altpapiercontainer bringen oder in den gelben Sack oder in die Glascontainer. Und das ist genau der Punkt. Wenn der Bürger nicht mitmacht, weil er die Wertigkeit des Verpackungsmaterials, sei es jetzt Papier, Plastik, Glas, Metall, was auch immer, weil er die nicht versteht, weil es bei ihm nicht ankommt, weil es eine Diskussion ist, die auf Industrieebene und auf Gesetzesebene geführt wird, die aber den Bürger nicht einschließt, dann wird daraus nie ein Kreis. Dann wird daraus nie ein Kreislaufsystem, weil wir eines der wichtigsten Elemente, nämlich der Bürger in dieser ganzen zirkulären Wertschöpfung, nicht entsprechend incentivieren. Pfandsysteme könnten eine Methode sein, ihre Problematik ist durchaus verständlich. Auf der anderen Seite denke ich aber, Sie haben das Ist-System beschrieben und wir schaffen es, hochkomplexe technische Anlagen zu bauen und wir kriegen es nicht hin, entsprechende Rücknahmesysteme zu machen. Cradle to Cradle baut auf dem intelligente Produktesystem. Das ist das, was wir entwickelt haben vor über 20 Jahren, woraus dann Cradle to Cradle entstanden ist. Da ging es um Produkte, die in den biologischen Kreislauf gehen, Produkte, die in den technischen Kreislauf gehen und Produkte, die noch keinen Marktwert zu dem Punkt haben, Sonderabfälle oder irgendwas, für die wir noch keine technischen Lösungen haben. Wenn wir das aber erstmal erkennen, dass wir keine technische Lösung haben, dann geht es natürlich darum, diese Systeme zu ändern. Also das ist genau die Innovation, die wir in Deutschland wir rühmen uns ja, ein Innovationsstandort zu sein. Innovation in Deutschland aus meiner Perspektive und Erfahrung ist allerdings so, dass wir Innovation wollen, wenn wir demonstrieren können, dass es seit 20 Jahren funktioniert. Das ist also das, was ich in der Erfahrung mit Firmen, und ich mache das ja schon etwas länger, die letzten 25 Jahre immer als Feedback bekomme. Ja, super, Innovation. Aber bitte, du musst mir erst demonstrieren, dass es funktioniert. Und zwar schon seit mindestens 20 Jahren. Also das ist auch eine Herausforderung. Also jetzt nochmal die... Nein, es gibt Ausnahmen, mit Sicherheit. Und es gibt auch die Vorreiter, und das hatten Sie vorher angesprochen. Warum sind es die Kleinen? Und ich glaube, das ist eine ganz klare Antwort. Das sind die Agilen und die, die auch noch wirklich wollen und wirklich was verändern können. Also Verpackungen nach Cradle to Cradle designed, genau eben für das Entwicklungsszenario. Was verbrauchen wir wirklich in Bezug auf Verpackung oder ist es eigentlich eher ein Servicekonzept? Den Punkt, den Sie angesprochen haben, das ist genau das Richtige. Wie viel von diesen Verpackungen müssen wir wirklich sofort wieder in den Recycling-Kreislauf bringen? Können wir sie nicht einfach wieder nutzen? Memo hat schon seit Jahren die Memo-Box, in der man die Sachen bestellen kann. Warum macht Amazon sowas nicht schon lange? Die sind viel, viel größer. Die können sowas auch locker machen. Und gerade wenn eben so viele Haushalte ständig Pakete bekommen, dann können sie die auch ganz locker wieder zurückschicken. Das ist also überhaupt, diese Return-Logistik-Sachen sind zwar
im Moment noch nicht mit großem finanziellen Anreiz verbunden, aber die Systeme von der Logistik her machen ganz, ganz viel Sinn. Überlegen Sie sich zum Beispiel mal, die Post kommt zu den meisten Haushalten jeden Tag, nehmen aber nie was mit. Okay, inzwischen sagen Sie, wir nehmen eure Pakete mit. Wir haben uns das angeguckt in anderen Ländern, dass allein das Postlogistiksystem ein super Logistiksystem wäre, beim Endkunden, beim Bürger Sachen einzusammeln. Solche Sachen müssen wir kreativ und offener diskutieren. Und dann kommen wir letztendlich über diesen Designansatz auch dahin, dass wir Verpackungen ganz anders definieren. Also Verpackungen, die wir verbrauchen, Verpackungen, die wir besonders schützen müssen, weil sie mit Lebensmitteln in Berührung kommen. Und Verpackungen, die letztendlich uns nur den Service von Transport oder Produktschutz oder Ähnlichem geben. Ja, neben dir gab es einen Kopfnicken und ein Kopfschütteln. Ganz kurz zur Logistik von Home Delivery, ob mit oder ohne Rücknahme. Also die Fachleute sind sich relativ einig, wenn es nicht so wäre, dass die Logistik für das Ausliefern von Paketen, häufiger Ausliefern von Paketen zu jedem und zu jedem Interessenten und fast jeder Uhrzeit, wenn es nicht so wäre, dass dort Energie verbraucht wird über die Logistik, wäre das interessant. Aber durch die Hinzunahme der energetischen Betrachtung kippt die Ökobilanz ins Unterirdische. Das heißt, jede Form von ich lasse mir mal nach Hause liefern und schicke es dann im selben Karton wieder zurück, verbraucht allein für den Lieferwagen, der dann kommen muss, egal ob er jetzt mit Diesel fährt und welche Dieselnorm auch immer oder ob er irgendwann mal mit Strom fährt und dann wieder zurück, allein von den bewegten Massen und den Verhältnissen des Energieverbrauchs pro Nutzenkilometer an Endprodukt, was ankommt, ist eigentlich hanebüchen. Von daher muss ich leider sagen, aus energetischer Betrachtung, solange die Energie noch nicht einfach, ich sag mal, ökologisch vom Himmel fällt, überall, und das ist leider noch nicht so, verbieten sich eigentlich solche Überlegungen zu sagen, naja, wir machen noch mehr über Home Delivery. Und die Post fährt ja sowieso zurück. Also das war jetzt ja das Argument von Katja Mayer, dass die Post sowieso den Weg fährt. Also es ist ja nicht ein zusätzliches Fahren. Ja, wenn die Post das alleine stemmen könnte, was man immer bei Zalando und anderen dann auch noch und DPD, und also wenn das alles über eine Post mit den eh schon da Wegen kommen könnte, aber ich denke, das wird vom Volumen her nicht abbildbar sein. Es ist jetzt schon so. Also meine erste Idee, als ich dieses Gespräch angeleiert habe, war ja, das zum gegenseitigen Nutzen zu machen. Weil wir in dem Nicht-Consumer-Bereich durchaus feststellen, dass Speditionen und auch Firmen ein großes Interesse daran haben, wiederverwertbare Verpackungen zu haben. Und dort funktioniert es auch. Da gibt es von BMW, die ihre Motorräder in wiederverwertbaren Verpackungen ausliefern, sie gleich wieder zurücknehmen und sie da wieder reinpacken. Da gibt es eine ganze Menge Sachen, wo die Logistikbranche auch ein eigenes Interesse hat, weil sie besser mit diesen standardisierten Verpackungen umgehen kann, als wenn das gerade drüben ist. Und meine auf den ersten Blick sehr naive Idee im Nachgang war, jetzt mit den Großen in den Verkehr bringen, zu reden, und auch den großen Speditionen kriegen wir das nicht hin, auch in dem Consumer-Bereich. Und da musste ich dann auch mir sagen lassen, und ich gebe es einfach mal wieder, ich bin noch nicht ganz bereit, es zu akzeptieren, aber ich musste mir zumindest sagen lassen, dass dazu ja eine ganze Menge Versuche auch gemacht worden sind. Und da gibt es spannende Erkenntnisse, weil ich noch nicht ganz so an den mündigen Konsumenten glaube wie Sie. Übrigens, ich habe gerade versucht, ein Batterie-Recycling-Logo mit zu etablieren, weil noch 50% nur der Batterien und Akkus, die wir in Deutschland haben, wieder recycelt werden. Der Rest verschwindet, entweder in Schubladen oder im Restmüll oder sonst wo. Also, und da finde ich es besonders auffällig, wie einfach es wäre, es zurückzubringen. Und da sieht man, wie schnell dann die Grenzen erreicht sind. Aber was waren so ein paar Sachen, die mir entgegengehalten worden sind. Die fand ich ganz spannend. Erstens habe ich gelernt, dass wenn Adidas-Schuhe nicht im Adidas-Karton ausgeliefert werden, dass die Rücklaufquote bei 20% höher ist, als wenn sie in dem Originalkarton ausgeliefert werden. Fand ich zum Beispiel eine spannende Erkenntnis. Dass hochwertige Verpackungen nicht zurückkommen. Wenn sie hochwertig sind, nutzen die Leute sie anders. Ja.
bis hin zu, ich habe mir das jetzt auch gekauft, das Palettenbaubuch, bis hin zu den Europaletten, aus denen man ja nun alles Mögliche machen kann, von Sitzmöbeln über Regale und so weiter und so fort. Also die These auch der in den Verkehr bringer ist, je höherwertiger unsere Verpackung ist, umso weniger kriegen wir davon zurück und wir müssen trotzdem eine ganze Menge investieren das ist zum Schluss nicht richtig. Ihr habt dann auch gesagt, naja, aber Entschuldigung, es wird schon heute viel zurückgeschickt, das nehmen die ja zum Teil mit. Dann müsste man doch wirklich auch nochmal überlegen, ob es nicht standardisierte Verpackungen gibt. Und wie viele Leute ärgern sich darüber, dass sie einen riesen Karton haben und dann drei kleine Teile da drin sind. So, dann ist mir gesagt, man, ja, der Trend geht eh woanders hin. Die großen Geschichten werden in der Originalverpackung verschickt, weil die eh da schon gesichert sind und werden nicht nochmal verpackt, was ja auch sinnvoll ist. Das Zweite ist, dass sie diese Dinge eh abbauen, mit dem, dass sie mehr Sachen in eines werfen, weil sich die Leute darüber tatsächlich ärgern. Also ich habe da noch eine weitere Sache angesprochen, die auch etwas mit unseren Strukturen zu tun hat. Also wir haben mal versucht, einen USB-Stick oder ein Ladekabel oder sowas zu kaufen und aus der Verpackung rauszubringen. Ich stelle fest, dass die fünfmal so groß ist wie das Teil. Aus meiner Sicht also erstens bräuchte man auch noch Meißel und Hammer, dass man es aufkriegt. Dann ist es auch so, dass man sich wirklich fragt, auch als normal denkender Mensch, warum ist so viel Verpackung um so ein kleines Teil? Und der Grund ist Diebstahlschutz. Das ist der Hintergrund, warum die Firmen das machen. Und dann habe ich gesagt, Leute, jetzt werden aber vielleicht 50% der USB-Sticks über den Onlinehandel verkauft. Warum gibt es denn keine zweite Verpackungslinie? Also wenn ich bereit bin zu akzeptieren, dass ihr das aus Diebstahlschutzgründen im Ladengeschäft macht, ja? Und nicht mehr glaube, dass er zur alten Ladentheke zurückkommt, wo dann die Verkäuferin alles hervorholt, das glaube ich wird es nicht mehr geben, ja? Dann könnte man auch auf Verpackungen mehr verzichten. Ja? Ich glaube nur nicht, dass wir da wieder hinkommen, aber wenn wir schon den Onlinehandel als wachsenden Markt haben, warum legt ihr denn nicht eine zweite Verpackungslinie sozusagen auf und sagt, Entschuldigung, wenn wir im Onlinehandel das vertreiben, dann ist die Verpackung auf das Notwendigste zu beschränken und nicht mehr eine Diebstahlschutzsache. Und ich glaube, dass wir solche Dinge über die Frage allein ökologische Lizenzengelder nicht hinkriegen werden, sondern dass wir auch schauen müssen, wo werden wir auch regulatorisch eingreifen, aber bei der Vielzahl der mir auch entgegengehaltenen Erfahrungen habe ich zumindest meinen Glauben verloren, dass es ganz einfach zu regulieren wäre. Wenn wir bei der Regulierung sind, bevor ich weiter frage, würde ich Sie auch gerne bitten, sich schon Gedanken zu machen, denn wir wollen ja hier auch noch in den Austausch treten. Das heißt, als nächstes würde ich gerne die Fragen aufnehmen aus dem Publikum. Davor würde ich aber gerne noch einmal auf die Regulierung eingehen und natürlich die Frage, okay, das Verpackungsgesetz macht jetzt schon einiges. Aus Cradle-to-Cradle-Perspektive könnte man sagen, noch nicht genug. Die Frage ist, warum werden manche Sachen nicht wirklich einfach endlich verboten? Warum gibt es immer noch PVC als Verpackungsmaterial, was dann die restlichen Verpackungsmaterialien verunreinigt? Warum gibt es immer noch Stoffe wie Antimon, die genutzt werden in PET, wo dann jemand, der ja das möchte, der ein Recycling-PET herstellt, gar keine andere Wahl hat, als nur dieses PET nutzen zu können mit dem Antimon drin und gar nicht sozusagen ein antimonfreies PET nutzen kann, wenn er komplett recyceln möchte, weil es gar nicht auf dem Markt verfügbar ist. Also warum sind diese Stoffe nicht einfach verboten? Warum schaffen wir das nicht, da wirklich Konsequenzen zu ziehen? Ich vermute, die Frage geht an mich. Also, ich erlebe jetzt gerade, weil ich auch für die Chemikalienpolitik neu zuständig bin und auch dort ein Lernender bin, ja, und ich habe Chemie gehasst in der Schule, ja, wie Latein auch, aber alles rächt sich im Leben, erlebe ich gerade, wie wir an manchen Stellen jetzt die internationalen Prozesse versuchen zu machen, um bestimmte Stoffe rauszukriegen, die wir für gefährlich halten. Das ist dasselbe wie bei dem anderen Thema Glyphosat, wo auch niemand mehr versteht, dass wir das nicht europaweit verbieten und so weiter und so fort. Aber ich muss registrieren, dass
nicht nur im nationalen, sondern auch im internationalen Rahmen das ein relativ harter und langer Prozess ist, bis du wissenschaftliche Erkenntnisse dann auch gegen ökonomische Interessen durchsetzt. Und im Kern ist es das. Es geht darum, dass man Nachhaltigkeitsinteressen und gesellschaftliche Interessen gegen das Profitinteresse Einzelner durchsetzt. Und das ist in der ganzen Geschichte des Kapitalismus immer eine schwierige Angelegenheit gewesen. Und da muss man weiter kämpfen. Ökonomisch sind es ja sogar Perspektiven, die uns sehr teuer kommen. Also wenn wir sehen, wir haben... Klar, wenn du es volkswirtschaftlich betrachtest, immer. Wenn du es betriebswirtschaftlich betrachtest, aus der Sicht des jeweiligen, der schon eine Produktionslinie hat, also Entschuldigung, warum haben wir denn seit 10 Jahren nicht massenhaft Hybridfahrzeuge oder Elektroautos auf der Straße? Es gibt doch eine einfache Erklärung, dass die bisherigen Produktionslinien der Automobilindustrie sehr hohe Investitionen gekostet hätte, wenn man da die Produktion umstellt. Und deswegen haben die sich mit klaren und Zähnen dagegen gewehrt, die Innovationen, die schon da sind, einzusetzen. Und jetzt kommt es dazu, und da gebe ich dir ja recht, wir hätten darin viel Innovations- und auch Wirtschaftspotenzial. Also das sehen wir ja an vielen, vielen Sachen. Die Green Economy ist die am stärkst wachsendste Branche, die Recycling-Branche übrigens auch mit dazu. Und da liegt eine ganze Menge Chancen auch drin, im Sinne von, wir kriegen Ökologie und Ökonomie stärker zueinander, als das früher der Fall war. Und diesen Weg müssen wir gehen. Und ich glaube, dass es eben dann nicht nur über die Regulation geht, das muss man machen. Aber ich sage aus vieljähriger Erfahrung, es ist nicht immer ganz so einfach, weil es unterschiedliche gesellschaftliche Interessen gibt. Und das muss man wissen. Das liegt nicht nur an der guten Gesinnung des Umweltministeriums, sondern es geht um ganz harte Interessen. Und auf der anderen Seite, glaube ich, sind wir aber nur dann erfolgreich, wenn wir aufzeigen, welchen ökologischen und ökonomischen Nutzen es auch bringt, wenn man in eine andere Form des Wirtschaftens geht. Ich denke auch, dass viele Konsumenten intuitiv diesen Aspekt der Verhältnismäßigkeit der Maßnahmen auch irgendwo mit abspielen, wenn sie sich dann so gefühlsmäßig entscheiden, was sie dann tun wollen und welche Interessen ihnen wichtiger sind. Und in Bezug auf diese beiden genannten Beispiele kann ich nur sagen, also PVC, das ist relativ klar. Es gibt vielleicht, bin ich jetzt in dem spezifischen Bereich auch nicht so der absolute Experte, wenige Anwendungen, bei denen PVC schwer zu ersetzen ist, aber ich weiß, dass bei sehr vielen Anwendungen PVC schon weggelassen wurde, weil da kann man sagen, okay, Chlorverbindung, ja, bei der Verbrennung entsteht dann Chlorgas, Salz. Ja, das und kommt so immer mehr in die Verpackungen, man findet immer mehr Verpackungen wieder mit PVC und das ist sozusagen... Bringt so gerade wieder neu auf den Markt. Also in unserer Branche auf jeden Fall nicht. Bei anderen Branchen kann das sein, da kenne ich mich da nicht aus. Zum Thema Antimon möchte ich in der Tat was sagen. PET, das ja sehr weit verbreitet ist, wäre das perfekte Kreislaufmaterial, weil es nachweislich mit der geringsten Energie auf demselben Qualitätslevel ohne Verluste im Kreislauf gehalten werden kann, inklusive Umschmelzen, weil der Verbraucher, ne, irgendwann dann wieder eine neue Flaschenform haben will und nicht die alte 1000-mal wieder befüllen kann. Ich denke, das ist eine fantastische Chance, ein Material, das derzeit leider oft verteufelt wird, weil PET ist ja Plastik und Plastik ist generell schlecht. Es geht ja nicht darum, dass das Material schlecht ist, sondern der Umgang damit, das ist das Problem. Da müssen andere Gewohnheiten und andere Erkenntnisse sich durchsetzen. Ich habe auch mit Ihrem Vater, mit dem Herrn Braungart, lange über Antimon diskutiert, weil ich weiß, Cradle to Cradle hat als Grundprinzip, ich will das jetzt nicht als allgemeine Cradle to Cradle Kritik verstanden wissen, aber man muss ja auch im Detail wissen, da muss bis auf einzelne Parts per Million, ja, Millionstel herunter bei Material Health analysiert werden, ob da nicht Störstoffe drin sind, die eine gesundheitsbeeinträchtigende Wirkung haben könnten. In Bezug auf potenziell, ich glaube, das geht um die kanzerogene Stoffe, sagt man natürlich, da ist das egal, wie gering die Konzentration ist. Wenn dann ein Hauch drin ist, wenige Parts per Million, dann ist das nicht in Ordnung. Das Bundesinstitut für Risikobewertung, BfR, hat ja auch Grenzwerte für Antimon festgelegt, die beim PET auch deutlich unterschritten werden. Und ich sage mal, zum Thema Risiko gehören immer zwei Dinge in der Materialwirtschaft. Das eine ist die Toxizität, also das heißt, dass
Gefährdungspotenzial eines Stoffes, wie zum Beispiel Antimon. Aber zum Risiko gehört noch etwas Zweites, nämlich die Exposition. Das heißt, es gibt auf diesem Planeten Tonnen, Abertonnen von hochgiftigen Materialien, die waren schon immer da und die werden immer da sein. Allein das Arsen, was in Mutter Erde unten ist, das könnte Millionen von Menschen töten, tut es aber nicht, weil die Exposition gegenüber den Menschen nicht da ist. Das Antimon ist mit am stabilsten eingeschlossen in den PET, das heißt, wenn man es umschmilzt, wenn man es bearbeitet, wird es nicht freigesetzt und kann nicht in irgendein Füllgut überwandeln. Wir haben Langzeit-Migrationsteste gemacht nach den sehr, sehr strengen Regeln der amerikanischen Food and Drug Administration und haben mit unseren 100% Recycling- und Rezyklat-PET-Flaschen den Nachweis erbringen können, dass es keinerlei Remigration von Kontaminanten aus der Plastikmatrix in das Füllgut gibt. Und wir daher in unseren Flaschen in den USA bereits jetzt die Erlaubnis hätten, Mineralwasser zu verkaufen, obwohl es nur Putzmittel sind, die nicht getrunken werden, sondern vielleicht gerade mal über die Hände ringen. Wenn man jetzt eine riesen Antimon-Diskussion auch noch aufmachen will, um dieses Material noch weiter zu verteufeln, muss man sich fragen, ist das verhältnismäßig? Das ist ja die Frage des Nutzungsszenarios, würde ich sagen. Vielleicht möchte Katja Hansen dazu noch was sagen. Aus der Perspektive ist man an einem Waschmittel natürlich an einer anderen Stelle als vielleicht bei einem anderen Nutzungsszenario. Und wenn wir über Verpackungen reden, natürlich, und über Monokunststoffe und Kreisläufe, die wir schließen wollen, dann sind ja sozusagen Verpackungen, auf einmal ist ein Material interessant für unterschiedliche Verpackungsszenarien. Ganz genau, denn das Migrationsniveau von Antimon ist pH-abhängig. Das heißt also, für Wasser und die Spülmittel, Reinigungsmittel, die sich wahrscheinlich eher im basischen Bereich in erster Linie aufhalten, nicht alle, nee, der Essigreiniger ja zum Beispiel nicht. Also auf jeden Fall habe ich gelernt, dass das pH abhängig ist, und für saure Getränke, also Orangensaft und Coca-Cola und so weiter, ganz andere Migrationswege und Zahlen hervorruft als eben Wasser und basische Sachen. Und das ist eben wirklich die Herausforderung, ein Material zu finden. Es gibt auch Alternativen zum Antimon, soweit ich weiß, ohne da jetzt chemisch weiter einzusteigen. Es gibt also auch die Lösungsansätze, und dann ist es eben wichtig, will ich ein Material für möglichst viele Einsatzmöglichkeiten kreieren, das ist ja auch eine Form von Diversität, oder will ich möglichst viele Materialien für einen Zweck haben? Das ist die andere Form von Vielfalt, die letztendlich beide durch Cradle to Cradle reflektiert werden können. Und deswegen ist es so wichtig zu verstehen, was ist eigentlich die Intention. Und da sind wir uns aber ja eigentlich alle drei sehr einig, und das Verpackungsgesetz zielt auch darauf ab. Und das ist ganz klar zu sagen, die Wertigkeit als Werkstoff ist wichtig, und das zu definieren, das ist eben der ganz, ganz wichtige Punkt. Und mein zusätzlicher Punkt war ja eben, es müssen alle sogenannten Stakeholder, alle Beteiligten daran partizipieren, und deswegen sind die Bürger eben auch wichtig. Und das ist die Zielsetzung auch des Vereins, die Denkschule in die Allgemeinheit zu tragen. Und deswegen ist es ganz, ganz wichtig, dass wir solche Sachen diskutieren, um eben Lösungsmöglichkeiten aufzuzeigen, die auch für den Bürger Sinn machen. Das sind ja keine Blödiane. Und nur weil Systeme eben schon in gewisser Weise etabliert sind, heißt das nicht, dass wir sie nicht ändern können. Ich denke, das ist so ein ganz wichtiger Punkt. Und vielleicht fängt das in Nischen an, ganz, ganz klar. Und wir sind auch bestimmt nicht alle die besten Beispiele für alles. Aber das ist ja genau auch der Cradle-to-Cradle-Ansatz, zu sagen, wir müssen irgendwo anfangen, wir müssen uns Ziele setzen, und genau das klarer zu definieren, ist ja das, was wir dann über so ein Roadmap-Tool machen, wo wir ganz klar sagen, wir können das heute noch nicht, aber in 2025 wollen wir das erreichen. Und das ist ja eben das gute Ziel auch in der Industrie. Denn wenn wir jetzt schon kommunizieren und festlegen, wo wir in 5 oder 10 Jahren sein wollen,
dann wissen wir alle und gerade auch die Menschen, die jetzt heute an der Uni sind, woran sie forschen sollen, worauf sie hingehen wollen und was die Zielsetzung ist in der Industrie. Wenn wir sagen, wir wollen PET ohne Antimon, dann kann ich Ihnen garantieren, dass es entweder A, schon die Lösung irgendwo in der Schublade gibt oder B, sie relativ kurzfristig gefunden wird. Da sind wir ja eben innovativ. Ich meine, wir können, wenn wir wollen. Und auf die Energiediskussion gehe ich, glaube ich, jetzt nicht ein. Das führt zu weit. Ich glaube, du wolltest ja auch ins Publikum. Ja, ich glaube, wir würden gerne nochmal zurück ins Publikum gehen. Ich würde einfach einmal mit dem Mikro rumkommen und vielleicht ein paar Fragen aufnehmen, sodass wir eine kleine Fragerunde machen. Gibt es Fragen im Publikum? Ja, hier hinten. Ja, ich studiere an der Hochschule Hannover Produktdesign und wir haben uns jetzt intensiver mit Kunststoff beschäftigt und der Wiederverwertbarkeit davon und so weiter und so fort. Und ich merke, dass auch in meinem Kommunikationsumfeld der Tenor herrscht, wie ich versuche, so effizient zu machen, so wenig wie möglich zu verbrauchen. Das ist ungefähr das, was letztendlich überall herrscht, so, was auch die Veganer-Forschung, was auch immer die Nachhaltigkeitsinitiative, sag ich mal, jahrzehntelang propagiert hat. Und meine Frage ist einfach ganz konkret, wie schaffen wir es A, die Bürger, ja, sagen wir mal, umzuschulen und zu sagen, pauschal ist Plastik nicht schlecht, aber das ist gut. Ihr könnt das von außen nicht sehen, aber irgendwie muss man sichtbar machen. Und andererseits vor allem aber auch ein Rücknahmesystem zu machen, das so designt ist, dass niemand mehr einen Fehler machen kann. Weil heutzutage erwarten die Wirtschaft, erwartet aber auch das politische System, von dem Bürger alles. Also wirklich alles, was mit der Verpackung, mit den Materialien und so weiter geschieht. Und das muss einfach vom Bürger wegkommen. Okay, eher eine Verbraucherfrage hier. Gibt es noch weitere Fragen aus dem Publikum? Vielleicht können Sie sich ganz kurz vorstellen auch. Sehr gerne, Sonja Beer. Ich arbeite, ich bin Verpackungsberaterin. Also ich kenne beide Seiten ganz gut. Und ich danke Frau Hansen für die Versachlichung der Diskussion ab und zu. Danke auch Herr Schneider, dass Sie mal so Details aufzeigen, wo die Problematik liegt bei einer Verwendung eines Kunststoffes. Und danke für die irrsinnige Idee, eine Produktionslinie zu doppeln, damit ich den USB einmal online versenden kann und einmal in den konventionellen Handel bringen kann. Wir müssen einfach aufhören, allgemein Plätze zu verbreiten, weil wir müssen uns gerade bei Verpackung ganz, ganz detailliert angucken, von was reden wir. Reden wir von Waschreinigungsmitteln, reden wir von Lebensmitteln. Das sind mal zwei ganz riesengroße Bereiche, die wir komplett voneinander trennen müssen, weil wir unterschiedliche Gesetze haben, ganz unterschiedliche Anforderungen. Wenn ich mir überlege, was für Ressourcen reingesteckt werden, um ein Kilo Fleisch zu produzieren, und dagegen sage ich die Verpackung, die ich dafür nutze, damit ich dieses Stück Fleisch verpacken kann, in den Handel bringen kann, damit ich es zu Hause möglichst noch lange in den Kühlschrank legen kann, damit ich es guten Gewissens mit einem hygienischen Zustand genießen kann, da steht im CO2-Abdruck, Fußabdruck, in keinem Verhältnis zueinander. Da ist die Verpackung so klein und das Stück Fleisch riesengroß daneben. Bei Kaffee ganz genau das Gleiche. Also wir müssen einfach immer wieder ganz, und dann haben wir CO2-Fußabdruck, wir haben ein Cradle-to-Cradle, wir haben jetzt eine Recyclingfähigkeit. Auch das sind drei komplett unterschiedliche Bewertungswege einer Verpackung eines Materials. Auch da muss ich unterscheiden. Ich würde mir so wünschen, wir würden uns immer im Detail anschauen, von was sprechen wir. Wir können einfach nicht allgemein mit der Bürste über alles rübergehen und sagen, das ist alles eins, weil das ist es nicht. Ja, und auch Mehrwegdiskussionen, Logistik, da könnte ich jetzt jede Menge Fälle aufmachen, auch Kunststoff im Übrigen. Wir sind mit dem Verpackungsgesetz auf genau dem richtigen Weg, das sehe ich ganz genauso. Und wir haben im Moment wirklich als Kunden Bio-Lebensmittelhersteller, denen wir versuchen, Verpackungen zu entwickeln mit Herstellern zusammen, die recyclingfähig sind. Interzero hat schon so ein schönes System, die haben 20 Punkte, da wird den einen Punkt schon mal abgezogen, wenn sie überhaupt nur bedrucken. Deswegen, ne, Thema Cradle-to-Cradle-Farm, super, bin ich total dabei. Auch die Frosch-Initiative, ich kenne den Herrn Sander ganz gut. Ich weiß auch um die Schwierigkeiten, auch die sie im Unternehmen haben mit dem ganzen Thema. Ich möchte einfach eine sachliche Diskussion und ich würde mir wünschen, dass der Verbraucher nicht als Buhmann dafür da genommen wird, das zu sortieren. Wir haben jahrelang gesagt, irgendwie Verpackung ist Abfall und Müll, so sieht er das. Es gibt eine Umfrage vom Deutschen Verpackungsinstitut dazu, dass gerade die junge Zielgruppe das überhaupt nicht mehr einsortieren kann, in den Städten ganz schlimm, auf dem Land ganz schlimm. Und da bin ich jetzt auch die Politik gefragt. Also Entschuldigung, da muss einfach nochmal so eine Initiative sein, wie trenne ich meinen Müll,
ja, Aufklärungsarbeit leisten und das nicht einfach an den Verbraucher, und ich auch ganz bei den Studenten, oh, ich würde jetzt an die Podiumssitzung mitdiskutieren, also bewegt mich. Und ich finde es gut, dass das angeboten wird, und ich würde auch tatsächlich gerne im Nachgang gerne noch weiter in der Diskussion bleiben. Okay, danke schön. Gab es hier noch weitere Fragen? Ich spreche auch gerne einmal vorstellen. Ja, Anja Spitz von der gerade eben erwähnten Interzero. ja, und zwar im Strategie- und Innovationsbereich. Und wir setzen uns gerade auch mit Cradle to Cradle und Circular Economy sehr viel auseinander und versuchen uns da auch weiterzuentwickeln und den Bereich weiterzutreiben. Als ein Teil unserer Initiativen und unserer Workshops machen wir es immer so, dass wir uns auch mal in den Verbraucher, aber auch in den Kunden hineinversetzen. Und auch wenn ich möchte den Verbraucher hier gar nicht als den Boomer darstellen, aber im Zweifelsfall, ich glaube, wir hier sind alle im Grunde genommen schon auf der Seite, wo wir hinwollen. Aber man muss immer mit denjenigen rechnen, die vielleicht, denen es egal ist oder denen das Geld im Zweifelsfall wichtiger ist, oder die Bildung nicht haben. Also wenn man in andere Länder reinschaut, dann ist es auch einfach so, dass oftmals das Unwissen nicht da ist und so einfach es erscheint, dass man in Peru einen Laster sieht, der den Plastikabfall in den Fluss kippt, der irgendwann ins Meer gespült wird. Wenn man da fragt, wo geht das denn hin, ist das Bewusstsein eben nicht da, dass das Ganze ins Meer gespült wird. Was würden Sie sagen, und das geht im Prinzip an Sie alle drei, wie können wir aus dieser Perspektive das Ganze nochmal angehen und hilft der Perspektivenwechsel oder inwieweit hilft der Perspektivenwechsel? Also nochmal eine Frage in Richtung Bewusstsein. Gab es noch eine weitere Frage? Ich würde noch eine letzte aufnehmen. Ja, hier. Ja, erstmal herzlichen Dank für Ihren Vortrag, war sehr inspirierend. Mein Name ist Stefan Muski von der UBO Deutschland GmbH. Wir sind Cradle to Cradle, ja, Silber zertifiziert, und wir sind voll zertifiziert. Meine Frage wäre mal, war auf der Fachbank gewesen in Nürnberg, die kennen Sie bestimmt. Das ist eine der größten Messen, wo es rund um Verpackungsdruck geht. Und hier geht es um das Thema über DSF. Wir haben dort einfach mal Verpackungen analysiert über den gesamten Markt. Man hat herausgefunden, dass ungefähr, ja, also was verpackt wird, was verschickt wird, dass eigentlich ungefähr fast bis zu 50% nur Luft verschickt wird. Jetzt wäre meine Frage, man hat ja im Mittelalter, gab es mal die Fenstersteuer. Also wenn man Fenster hatte, musste man Steuer bezahlen. Es kam die Konsumakzise, die Mehrwertsteuer, dann partizipieren Sie weiter davon. Gibt es vielleicht die Möglichkeit, von Ihrer Seite eine Art Luftsteuer einzuführen für sinnlose Verpackungen? Oder dass man die irgendwie prämiert? Ich meine, gehen Sie mal eine Kettungsverpackung kaufen. Die machen Sie auch, haben Sie so eine riesen Verpackung, dann haben Sie einen kleinen Beutel und unten drin ist es Kellogg's drin. Ja, und wenn wir von heute auf morgen die Verpackung so anpassen würden, Sie hatten es vorhin schon mal ein bisschen mit angesprochen, das ist ein riesen Ansatz, weil der Hebel verdammt groß ist. Dieser Hebel ist, denke ich, locker bei 30%, alles kann man nicht so super stretchen oder sonst irgendwo, dass die Verpackung da entsprechend ist. Also das wäre eine schöne Sache. Dann eine andere Sache, was ich sehr gut fand, war das mit dem Paket zurückschicken. Wenn ich Papier herstelle, ich komme aus der Industrie, brauchen Sie für ein Kilo Papier, brauchen Sie 100 Kilo Wasser. Ja. Wenn Sie das wieder recyceln, brauchen Sie 200 Kilo Wasser, deswegen bezahlen Sie aktuell für Recyclingpapier mehr als für neues Papier. Und der Ansatz wäre wirklich, Recyclability Products, diese Verpackung immer wieder bewegen zu lassen. Sie können vorhin, Sie sind ja alle Profis, ne? Sie sagen Migration, Sie sind ein Thema, man hört das sehr schnell. Man kann ja innen drin Inlay-Folien mit Barrierefolien, man kann es immer wieder neu ausstatten. Das heißt, man könnte das Grundmodell eigentlich da durchstarten. Okay, ich bin jetzt fertig, danke. Dankeschön. Dann gehen wir doch einmal zurück hier aufs Podium. Und ja, vielleicht nehmen wir einfach der Reihe nach. Also ich fange jetzt das Gärtnern an, und darum war ich letztens im Baumarkt und bin entsetzt gewesen, als ich mir eine Gartenschaufel gekauft habe. Das ist mein Lieblingsbeispiel für unsinnige Verpackungen. Die hatte nicht irgendwie ein Etikett aufgeklebt, wo der Preis drauf stand oder wie man sie bedient oder welche Marke, sondern es war eine Plastikummantelung mit einem längeren Plastikteil, das dann bedruckt war, wo aber auch nichts drauf stand. Und da war ich richtig sauer. Deswegen bin ich schon auf denselben Gedanken gekommen wie Sie. Ich kämpfe auch noch innerhalb meines Ministeriums dafür, dass wir das bald machen. Da gibt es wieder ganz große Bedenken.
warum man das rechtlich nicht darf und so weiter und so fort, aber ich würde gerne den braunen Sack verleihen für die unsinnigste Verpackung. Und würde gleichzeitig aber auch gute Beispiele präsentieren und würde auch nicht nur Blaming machen, sondern würde vorher in einen Prozess auch mit Bürgerbeteiligung gehen, wo einfach uns Leute sagen können, hey, diese Verpackung finde ich unsinnig. Und dann würde eine Fachjury aber erst einmal bewerten und sagen, ist es denn wirklich so? Weil es gibt ja unterschiedliche Anforderungen, die sich eigentlich ganz erschließen und dass man auch mit den Unternehmen spricht und sagt, ändert ihr denn was? Und wenn sie das immer noch nichts ändern, dann würde ich sagen, sind sie in der engeren Wahl für den braunen Sack. Und wir können dann aber auch vernünftige andere Beispiele auch präsentieren, die zeigen, wie es geht. Das wäre so ein Ansatz für Öffentlichkeitsarbeit. Es findet auch weniger mittlerweile statt, was die Kinder- und Jugendbildungsarbeit angeht, für die Frage Trennung. Das ist auch etwas, was ich mir ganz oben hingeschrieben habe auf meine To-Do-Liste, weil zum Beispiel auch die dualen Systeme noch ein bisschen Geld geben an die Kommunen oder die kommunalen Abfallentsorger, damit die Aufklärung machen. Und da gibt es auch noch gute Beispiele und das läuft auch noch. Aber es gibt keine bundesweiten Kampagnen mehr. Und ich glaube, ohne die wird das Bewusstseinsbildungspotenzial nicht ausgeschöpft. Und deswegen muss man überlegen, wie man auch die Produkt in den Verkehr bringt, in die Verantwortung nimmt, hier für die Aufklärung zumindest finanziell mitzusorgen. Das wäre ein zweiter Aspekt, den ich ansprechen will. Der dritte ist, konsequent wie Sozialdemokraten sind, sowohl als auch. Ich glaube, ja, es muss diese Frage Bewusstsein und Verbraucherverhalten Veränderung geben, ohne das geht es nicht, aber es wird auch darauf allein basierend scheitern. Da bin ich felsenfest davon überzeugt, aus meiner eigenen Lebenserfahrung bei mir selber, bis hin zu dem Blick in den näheren, den ferneren Bekanntenkreis und erstmal in andere Länder. Und ich sag mal, wir haben übrigens bei vielen ökologischen Problemen auch nicht die Zeit, dass alle das entsprechend Bewusstsein in der Geschwindigkeit entwickeln, wie wir gebraucht haben, um ein relativ hohes ökologisches Bewusstsein zu entwickeln. Und da stelle ich übrigens auch fest, dass es einen Unterschied gibt zwischen Stadt und Land. Also wenn ich in Deckendorf was falsch in meine Mülltonne werfen würde, würde die Hausmeisterin es rausholen, wahrscheinlich wüsste sie sogar, von wem es ist, stellt in den Gang und schreibt hin, das gehört auf den Recyclinghof. Das ist so in Deckendorf. Wenn ich in Berlin bin, in einer vergleichsgroßen Wohnanlage, ist schon jeder froh, wenn das Ding überhaupt irgendwie in der Mülltonne landet. Und das sind auch kulturelle Unterschiede zwischen Stadt und Land, aber auch zwischen Kulturkreisen und Ländern, die müssen wir bei der Bewusstseinsbildung zumindest mit bedenken. Und deswegen glaube ich, dass man auch systemische Ansätze braucht, wie zum Beispiel auch zum Schluss ökologische Verpackungsentgelte, die gibt es nämlich schon heute, also durch das Verpackungsgesetz jetzt, soll es die geben, dass diejenigen, die unsinnige Verpackungen machen oder schwer recycelbare oder sonstige, deutlich mehr zahlen müssen. Und es muss zum Schluss aber auch so sein, dass es Relevanz hat, weil Sie haben das ja angesprochen. Also wenn man sich anschaut, wie hoch ist denn der Kostenanteil bei der Verpackung an dem Gesamtprodukt, dann kommt man schnell darauf, dass es zumindest heute bei den meisten Verpackungen keine Rolle spielt, ob das 1 Cent mehr oder 1 Cent weniger kostet. Es muss dann schon in die Größenordnung gehen, dass es zu Verhaltensänderungen führt. Und deswegen habe ich das vorher angemerkt, dass ich sehr gespannt bin nach dem ersten Review, nach 1-2 Jahren Verpackungsgesetz, wie schaut diese ökologische Spreizung aus in den einzelnen dualen Systemen? Und zweitens, hat sie auch Wirkung? Weil auch wenn wir sehr viele bewusste Verbraucher haben, also der Pro-Kopf-Verbrauch von Verpackungen nimmt zu. Und das spricht zumindest dafür, dass also die Bewusstseinsveränderung sehr enge Grenzen hat. Und es gibt ja auch Verhaltensveränderungen, ich nehme den Onlinehandel, aber auch was anderes. Ich habe in meinem Leben, glaube ich, einen Kaffee-to-go-Becher gekauft. Echt? Ja, einen. Und zwar deswegen, weil ich meinen Kaffee nicht im Gehen trinke. Wenn ich einen Kaffee trinke, trinke ich den im Sitzen aus der Tasse. Aber ich stelle fest, dass es heute eine völlig andere Kultur gibt und dass uns das erst zu der Frage bringt, wie bepfandet oder nicht oder ökologisch sinnvoll müssen diese Kaffee-to-go-Becher sein. Und deswegen, es wird diese Verhaltensänderung in alle Richtungen geben. Und das, was wir machen müssen, ist Systeme aufzubauen, die Wertstoffe als Wertstoffe erhält.
und möglichst eine hohe Recyclingfähigkeit und eine hohe Recyclingquote hinkriegt. Das wird noch ein ziemlich langer Weg, aber ich glaube, dass wir da Bewusstsein nicht schadet, aber Bewusstsein allein ist es auch nicht. Wir müssen uns auch mit den ökonomisch mächtigen Interessen auseinandersetzen und sie auch immer wieder mal durchbrechen, damit das gelingt. Es ist schon viel gesagt worden, oder? Ich hab mir drei, vier Worte aufgeschrieben, zu denen man jeweils auch wieder mal ganz viel sagen kann und müsste. Und wir diskutieren ja auch gleich, Sie haben ja gleich schon, dass die Weinflaschen werden geöffnet. Ich denke, eine ganz wichtige Sache, übrigens ein großes Problem, weil den Winzern verdanken wir es, dass Weinflaschen nicht bepfandet werden. Die sind zu klein, die Strukturen, und wir haben befürchtet, sie kriegen ein großes Problem. Deswegen sind die da nie in die Pfandsysteme aufgenommen worden. Der fränkische Boxbeutel war also zu wenig verbreitet, um dann im Pfandsystem bestehen zu können. Naja, das gibt es aber mit den Mikrobrauereien im Bierbereich. Also das ist noch ein anderes Problem. Wir schauen dann nachher gleich, ob wir das richtige trinken aus der richtigen Flasche. Genau. Das Thema Suffizienz ist gefallen. Ich finde, es wird häufig falsch definiert, weil es nicht unbedingt heißt weniger oder gar nicht, sondern es heißt das richtige Maß finden. Und das richtige Maß muss in einem Kontext gefunden werden. Und das richtige Maß in Deutschland sieht anders aus als das richtige Maß in Peru oder Indien. Das ist ganz, ganz wichtig. Das geht dann wörtlich über in eine Verhältnismäßigkeit. Sie haben das angesprochen, Frau Bär. Wir haben häufig die Tendenz, die letzten kleinen Prozente zu optimieren, wenn wir mit dem gleichen Aufwand woanders Welten bewegen könnten. Da wünsche ich mir viel, viel häufiger eine globale Perspektive und nicht dieses, was wir im Englischen Navel Gazing nennen, also immer nur den eigenen Bauchnabel zu betrachten, sondern wirklich global zu agieren. Das müssen wir, sonst kriegen wir das nicht hin. Eine Kreislaufwirtschaft wird nicht für Deutschland definiert. Die Materialflüsse werden nicht für Deutschland definiert. Das ist also auch ganz, ganz wichtig. Dann daran anschließend ist die Skalierbarkeit in allen Bereichen, aber natürlich auch Verpackung. Wir finden Systemlösungen, die in Nischen funktionieren, aber wenn wir sie dann für 7, bald 4 oder 5 Milliarden Menschen einsetzen, dann funktioniert es auch nicht. Das heißt also, die Verhältnismäßigkeit ist auch im Zusammenhang mit Skalierbarkeit. Auch das müssen wir uns überlegen, wenn wir uns Lösungen angucken. Das heißt, wir müssen es differenziert betrachten. Das ist ganz, ganz wichtig. Ich habe auch ganz, ganz viel schon gesehen, das überoptimiert wird. Und das ist ein spannendes Thema, gerade im Verpackungsdesign. Ich habe mich ja jetzt in den letzten 2 Jahren häufig mit Druckern auseinandergesetzt. Und ich habe das mehrfach erlebt, wenn die dann neue Druckfarben fahren und dann fahren die Tests. Und dann legen sie ihnen da 5 Bögen hin. Die sehen alle total identisch aus. Aber die Drucker können ihnen sagen, dass sie als Verbraucher das Produkt hier unter 1 nicht nehmen würden, weil es ganz, ganz anders aussieht als das Produkt da unter 5. Weil sie eben technisch gesehen einen Unterschied sehen. Das meine ich mit Überoptimierung. Das heißt also, deswegen war Ihr Beispiel mit der Gartenforke auch ein gutes Beispiel. Was müssen wir wirklich aus diesen Verpackungen noch rausholen? Inzwischen verkaufen wir Produkte über die Verpackungen. Frau Bär, Sie können da bestimmt viel zu sagen gleich in der Pause, als über das Produkt selbst. Das heißt also, die Wertigkeit des Produktes wird nicht mehr durch das Produkt selbst vertreten, sondern vielfach durch die Verpackung. Das sind alles so Sachen, das sind auch kulturelle Themen, Monika. Genau da müssen wir ansetzen. Wir müssen das zurück in die Diskussion bringen, dass es nicht nur ein reines Marketinginstrument ist. Verpackungen haben einen tiefgreifenden Nutzen für viele Sachen und deswegen brauchen wir sie auch. Aber wir haben bestimmte Sachen überoptimiert und die Repräsentationen, die gemacht werden, sind dadurch falsch. Und dann last but certainly not least, Design. Das ist eben wirklich der Schlüssel.
und da den Cradle-to-Cradle-Ansatz eben reinzubringen in Design für Recycling, Design für den biologischen Kreislauf, wo macht es Sinn zu differenzieren, das ist ganz, ganz wichtig. Ich denke, wenn man bei konsumgebundenen Problemstellungen irgendetwas verändern will, gibt es grundsätzlich drei Möglichkeiten, wie man das angehen kann. Das erste ist Zwang. Wenn man es über Zwang und dirigistische Maßnahmen regeln will, dann muss man sich schnell mittlerweile in einer globalisierten Welt mit genügend anderen einig sein über extreme Auswüchse, die einfach nicht mehr da sein müssen und sollen. Und da finde ich es auch gut, wenn die EU sagt, keine Ohrenstäbchen mehr aus Plastik und kein Einweggeschirr. Und es gibt viele solche Beispiele, da kann man einfach sagen, nie wieder, weg damit, einfach verbieten, Ausschluss für alle gleichzeitig. Bei den ganzen anderen Themen, bei denen es dann unterschiedliche Länderansichten und unterschiedliche Meinungen geben könnte, wird es natürlich schwieriger, über den Zwang das zu regulieren, weil wir haben eine EU und wir können, es ist vielleicht auch nicht die beste Idee, dann mal auf die Schnelle auszutreten. Wenn man dann sagt, okay, wir würden es gerne verbieten, aber die anderen EU-Staaten würden es gerne nicht verbieten, dann bleiben eigentlich nur noch zwei andere Ansätze übrig. Das eine ist über das Angebot zu gehen in der Wirtschaft und das andere ist über die Nachfrage. Bei der Nachfrage, da hilft natürlich Aufklärung. Und ja, ich denke, es braucht auch große Kampagnen, die dem Verbraucher wieder klar machen, es reicht tatsächlich nicht nur nach Recyclingfähigkeit zu achten, wenn man Produkte auswählt, weil auch eine perfekt recyclingfähige Verpackung verbrennt genauso sinnlos, wenn man sie in den Sack geworfen hat, wenn niemand sie auch da wieder rausholt. Und wenn wir quasi die Einzigen sind, die das machen, naja, wir schreiben drauf, okay, 100% Rezyklatanteil. Und wenn die Leute auch erst mit der Zeit lernen, Rezyklatanteil ist eigentlich die härtere Währung, weil das ist die Realisierung, während Recyclingfähigkeit ist eine hypothetische Option, ja, die aber leider in der Realität meistens nicht stattfindet bei uns, dummerweise. Das heißt, der Rezyklatanteil ist die eigentliche Währung und dann muss halt aufgeklärt werden. Und bitte Post-Consumer, das ist jetzt wieder ein Fachwort, aber naja, wenn man über Rezyklat spricht, dann nicht die Abkürzung Industrierezyklate, das was die Industrie intern macht, was aber nichts mit der Rückholung aus der Natur oder von der Verbrennung zu tun hat, sondern die Definitionen müssen so gesetzt werden, dass der Verbraucher vertrauen kann, wenn er liest, Rezyklatanteil x Prozent, das kommt nicht in die Natur, das wird nicht zu CO2 verbrannt. Das sind Maßnahmen. Und auch anders, da kommen wir langsam auch wieder in den Bereich Angebot. Da geht es nicht nur um die Nachfrage, weil die Industrie reagiert natürlich am schnellsten, wenn gewisse Produkte einfach mehr nachgefragt werden. Und selbst, ja, ich sag mal, wir hatten jetzt keine Nachteile daraus, dass wir erklärt haben, aus was unsere Verpackungen bestehen. Wir haben zweistelliges Wachstum, das ist gut. Aber die Marge ist natürlich dramatisch geringer. Wir könnten uns das auch gar nicht leisten, so weiterzumachen, wenn wir nicht Gott sei Dank etwas mehr dann Marktanteile von den anderen wegnehmen. Weil die Margen, wie bereits beschrieben, sind eh sehr knapp. Und da geht es tatsächlich um das Thema, wie kann man das Angebot verändern. Und da denke ich, und da möchte ich auch auf Ihre Frage nochmal Bezug nehmen, naja, sind es ganz andere Sachen, Non-Food oder Waschmittel, Reinigungsmittel und Food-Verpackungen. Ich war mal eingeladen vor ziemlich genau einem Jahr zu einem Stakeholder-Frühstück beim Frans Timmermans, beim Vizepräsidenten der Europäischen Kommission. Und da ging es darum, mal zu schauen, ob die verschiedenen Stakeholder bei dem Thema Plastik schon so einen Grundkonsens irgendwo finden können, auf dem man aufbauen kann, wenn dann diese Strategy on Plastics da ja erarbeitet wurde, die ja dann auch im Februar veröffentlicht wurde von der Kommission. Und nachdem also die Kollegen von der Plastiklobby, muss ich mal ganz offen sagen, von Plastics Europe, also langwierig erklärt haben, weshalb man als superdemokratische Organisation halt erstmal einen gemeinsamen Nenner über den ganzen Planeten finden muss und dann mit allen eigentlich erstmal Jahrzehnte diskutieren, was denn jeder so will, Klammer auf, Hauptsache wir gewinnen Zeit, Klammer zu, und außerdem Rezyklate wären ja minderwertig und die will auch niemand kaufen. Und dann durfte ich Gott sei Dank unseren Case mal präsentieren, bei dem also die Konsumenten tatsächlich auch uns immer mehr Vertrauen schenken und von anderen Marken zu uns rüberkommen und dass es eben doch geht. Aber ich habe auch gesagt, eine der größten Hindernisse, um auch auf der Angebotsseite eine wichtige Schwelle zu überwinden,
ist tatsächlich das Thema Skalierung, ist auch angesprochen worden, in der Wirtschaft essentiell. Kann man Dinge so skalieren, dass sie wirtschaftlich vernünftig betrieben werden können? Das geht kaum, ohne auch den riesigen Bereich Foodverpackungen mitzunehmen. Ich habe gefragt, warum ist es so, dass eine European Food Safety Agency in Parma immer noch von dem technologischen Standard der 90er Jahre ausgeht, dass alles, was jemals im gelben Sack war, im Abfall, verdorben ist für eine Verwendung in Foodverpackung, wenn es mehr als 5% Beimischung bei Foodverpackungen dann geben soll. Das heißt, das, was die Amerikaner schon richtig machen, dass sie die Qualität von Rezyklaten testen, um zu schauen, was können die neuen Technologien denn tatsächlich qualitativ leisten im Upcycling, das verweigert Europa, weil die sagen, nee, das ist so ein bisschen wie das, was man im deutschen Bildungssystem immer kritisiert, ne, ob ein Kind dann aufs Gymnasium kommt oder nicht, das hängt nicht von der Qualität der Noten und Leistungen ab, sondern von der Herkunft des Elternhauses. Nein, es sollte tatsächlich auch getestet werden, welches Recycling eröffnet die Benutzung auch in der großen Foodindustrie über die Nestles und da, wo die ganz großen Tonnagen zusammenkommen. Und das durfte ich Gott sei Dank artikulieren dort, und dann hat sich der Franz Timmermans umgedreht zu seinem Sitznachbarn, Germano Vella, dem Kommissar für Umweltthemen und Ozeanangelegenheiten, und hat gesagt, Germano, don't you think we can fix that? Und er sagt, ja, why not, I think we should fix it. Und siehe da, dann stand es in der Strategy on Plastics. Das Dumme ist nur, das heißt ja noch lange nicht, dass das gemacht wird, sondern da liegt es jetzt erstmal über, weiß nicht wie viele Monate oder Jahre, weil die EFSA, die European Food Safety Agency, die hat noch 87 andere Prioritäten, die erstmal vorne dran kommen. Und nur weil ein kleiner Mittelständler in Good Old Germany da gerne meint, er würde seine Verfahren testen lassen, macht man da nichts. Und da wiederum geht es darum, kann man auch politisch ein bisschen Hilfestellung leisten und sagen, erstens mal, liebe EFSA, das lohnt sich, wenn man weiß, es gibt schon Mittelständler, sind immer die Mittelständler, komischerweise, die machen es schon für Mineralwasser. Es gibt Fösslauer, die machen es 100% Rezyklat aus haushaltsnaher Sammlung in Österreich für Fösslauer. Es gibt Spadell in Belgien, die machen es 100% Rezyklat für Mineralwasser in Belgien. Nestle macht es noch nicht, weil natürlich das normale Material ist billiger. Wenn man dort über Aufklärung die Nachfrage stimuliert, dass die Verbraucher dieses Mineralwasser öfter kaufen, weil sie denken, mein Gott, das ist nicht sehr viel teurer, aber damit tue ich das Richtige, dann wird die Schwelle geringer über die Incentivierung im Verpackungsgesetz, Übergangsincentivierung der Belohnung des richtigen Rezyklatanteils, wird die Stückkostenschwelle auch geringer. Und wenn die Großen überzeugt werden können, dass wenn die mitmachen, dass ein Volumen zustande kommt, dass die diese Stückkosten unter das Niveau von Virgin bringt. Wir haben den Nachweis führen können, dass wir 79% der Energie einsparen können, wenn wir das Material im Kreislauf recyceln im Vergleich zur Neuproduktion von neuem Plastik aus frischem Erdöl, was dann wieder in der Müllverbrennungsanlage dann sinnlos verheizt wird. Wenn das auch durchgängig verstanden wird, über Aufklärung beim Verbraucher, über Druck bei den Institutionen, über Anreizsysteme, die die Schwelle verringern, dann könnten auch die Foodhersteller auf Kreislaufplastik schwenken, weil dann wird ein Markt draus. Dann selbst die, die nicht ökologisch argumentieren, machen es dann einfach, weil es schlichtweg günstiger ist, Gott sei Dank, weil es so verdammt wenig Energie braucht, Plastik im Kreislauf zu führen. Übrigens viel weniger als Glas im Kreislauf zu führen, viel weniger als Blech im Kreislauf zu führen und viel weniger als Papier im Kreislauf zu führen. Wir sehen, es gibt noch viel zu tun. Wir müssen Kunststoff, wir müssen Verpackungen als Rohstoff sehen und das ganz anders neu definieren. Der Bund könnte da auch einiges beileisten, als größter Beschaffer Nachfrage zu generieren. Das heißt, da wäre natürlich auch noch ein Hebel, der anzusetzen ist. Und es gibt noch einige Punkte, über die wir heute gar nicht diskutieren konnten. Wir müssen uns überlegen, wie wir die Materialien definieren, wie wir Verpackungen definieren, für welches Nutzungsszenario. Verschleißprodukte müssen in die Biosphäre gehen können. Das heißt, auch ein Kunststoff, der am Ende verschleißt, muss so gestaltet sein, dass er in biologische Systeme gehen kann. Oder er muss so definiert sein, dass er als Gebrauchsprodukt, als Dienstleistung in technischen Systemen zirkuliert.
Also einiges, was auch da noch an Umdenken zu finden sein muss für die Zukunft. Wir müssen uns überlegen, welche Materialien wollen wir wirklich verbieten und an welchen Stellen können wir damit arbeiten, dass wir ja auch aus einer gesellschaftlichen Perspektive Aufklärung finden, dass wir einen gesellschaftlichen Druck auch entwickeln. Dafür gibt es so Organisationen wie auch unsere, den Cradle to Cradle e.V. Vielleicht noch einmal, um das sozusagen für alle, die nicht wissen, was der Cradle to Cradle e.V. ist. Wir machen Bildungsarbeit, Vernetzungsarbeit zu dem Thema, genau um ja, diese Diskussion voranzubringen. Wir haben mittlerweile 700 Ehrenamtliche, die sich bei uns engagieren, die Bildungsarbeit machen, Vernetzungsarbeit machen, die Workshops mit Schulen machen. Wir haben über 50 Initiativen, also Regionalgruppen und Ehrenamtliche, die sich bei uns engagieren. Da ist genau das natürlich zu verankern und an solchen Stellen anzusetzen. Wir müssen die Dinge ganz neu gestalten. Wir müssen uns überlegen, wie können wir die Dinge nochmal ganz anders designen und von vornherein anders machen. Und da hilft es dann natürlich auch denjenigen, die am Ende mit den Materialien arbeiten müssen. Also wir haben viel, was noch zu tun ist. Wir haben hier viele Experten sitzen und Expertinnen und freuen uns natürlich auch noch jetzt bei einem schönen Glas Wein und ein paar Snacks ins Gespräch zu kommen und noch weiter zu diskutieren. Das hier oben konnte nur ein kleiner Input sein, eine kleine Anregung in die Diskussion. Und ich glaube, wir haben noch ein bisschen Zeit, um noch ein bisschen weiter gemeinsam ins Gespräch zu kommen und zu diskutieren. Ich danke Ihnen und euch allen, dass ihr da wart und mit uns diskutiert habt und auch jetzt noch weiter ins Gespräch kommt. Ihnen einen schönen Abend allen.